Ich darf Sie begrüßen zu unserer Podiumsdiskussion Praxis kritischer Theorie, Formen der Gesellschaftskritik heute. Podiumsdiskussion bildet den Abschluss des Hauptteils einer sehr perspektivenreichen Konferenz zur Traditionalität und Aktualität der kritischen Theorie. Viele Gespräche sind in den letzten beiden Tagen geführt worden. Ausgangspunkt war das Werk von Heinz Maus. Von dort aus wurden dann verschiedene Traditionslinien innerhalb der kritischen Theorie erschlossen, Hegel, Benjamin, Adorno. Aber es wurde auch über vielfältige Anknüpfungsmöglichkeiten diskutiert, Anerkennungstheorien, Hirnforschung, feministische Theoriebildung, Sprachphilosophie, um einige der Stichworte, die gestern und heute hier eine Rolle gespielt haben, aufzugreifen. Ich will jetzt insbesondere die Gäste auf dem Podium begrüßen, die ich Ihnen gleich in alphabetischer Reihenfolge vorstellen werde. Danach wird jeder Teilnehmer auf dem Podium eine kurze Stellungnahme zum Thema formulieren. Ich würde dann danach noch die Gelegenheit geben, dass sich die Podiumsteilnehmer wechselweise aufeinander beziehen, bevor wir die Diskussion zum Publikum öffnen. Ich denke, das zeitliche Ende der Abendveranstaltung sollte gegen 22 Uhr, 22.15 Uhr anvisiert werden. Nun zu den Gästen. Zunächst will ich vorstellen Alexander Garcia Düttmann, der einen vergleichsweise weiten Weg, nämlich aus London, auf sich genommen hat, um hier heute Abend mit uns zu diskutieren. Garcia Düttmann unterrichtet Philosophie und Visual Culture in London und er verkörpert im Grunde genommen eine Verbindung von kritischer Theorie auf der einen Seite, Dekonstruktion auf der anderen Seite, Heidegger und Derrida, Benjamin und Adorno sind Namen, die auf eine bestimmte Weise Wegmarken in seinem Denken darstellen und von denen aus er, mit denen er vielfältige Fragestellungen in systematischer Perspektive diskutiert, beispielsweise auf dem Gebiet der Ästhetik, hat er sich beschäftigt mit Hegels These vom Ende der Kunst. Ein anderes wichtiges Thema von Garcia Düttmann sind Identitätspolitiken. Es gibt zahlreiche Publikationen, zahlreiche Monographien, von denen ich einige nennen möchte. Das Gedächtnis des Denkens, Heidegger Adorno 1991, Zwischen den Kulturen von 1997, Philosophie der Übertreibung 2004, So ist es ein Kommentar zu Adornos Minima Moralia 2004, dann ein Buch über Visconti aus dem Jahr 2006 und die letzte Publikation, die ich kenne, trägt den Titel Derrida und ich, das Problem der Dekonstruktion 2008. Mit ich wird Herr Düttmann nicht sich selber meinen, wie wir das normalerweise tun, wenn wir das Personalpronomen verwenden, sondern eben die Denkfigur des Ich. Der nächste Gast, den ich vorstellen möchte, ist Christoph Henning von der Universität St. Gallen. Christoph Henning hat Philosophie studiert in Dresden, dort auch mit einer Dissertation abgeschlossen. Er war zwischenzeitlich an der Zeppelin University in Friedrichshafen beschäftigt. Er lehrt jetzt in St. Gallen, arbeitet dort in einem Forschungsprojekt zum Perfektionismus als politische Philosophie, Sozialphilosophie, politische Philosophie sind Schwerpunkte von Christoph Hennings Arbeit. Ein kontrovers diskutiertes Buch von ihm trägt den Titel Philosophie nach Marx, 100 Jahre Marx-Rezeption und die normative Sozialphilosophie der Gegenwart in der Kritik. Das Buch ist 2005 erschienen, wird gerade auch, wie er mir gestern verraten hat, ins Englische übersetzt. Und darüber hinaus hat Christoph Henning verschiedene Bücher herausgegeben. Ein Marx-Glossar, 2006, glaube ich, erschienen. Ein Buch zu deutsch-jüdischen Wissenschaftsschicksalen und ein Sammelband zum Thema The Moralization of the Markets, 2006 erschienen. Der nächste Diskutant, den ich vorstellen möchte, ist Philipp Hoog. Philipp Hoog promoviert zurzeit in Frankfurt über Adornos Sprachphilosophie. Wenn wir die Zählung zugrunde legen, die uns gestern Alex Demirovic präsentiert hat, dann ist er Vertreter einer wahrscheinlich zweistelligen Generation der kritischen Theorie. Arbeitsschwerpunkte sind, klar, die kritische Theorie, besonderer Bezug aber auch zur Psychoanalyse. Es gibt verschiedene Aufsatzpublikationen. Zurzeit ist in Vorbereitung
eine Kritik der Hirnforschung mit Adorno, mit Alfred Lorenzer, ein Aufsatz gemeinsam verfasst mit Julia König, der im Sommer in der Deutschen Zeitschrift für Philosophie erscheinen wird. Und last not least freue ich mich auch, Cornelia Klinger auf dem Podium begrüßen zu dürfen. Dankenswerterweise hat sie es übernommen, für Michael Weingarten, der aus Krankheitsgründen leider absagen musste, einzuspringen. Mich freut das sehr. Ich denke, wir alle können uns freuen. Cornelia Klinger ist heute Nachmittag schon ausführlich vorgestellt worden. Sie ist Professorin in Tübingen, Mitglied am Institut für Wissenschaften von Menschen in Wien. Auch sie ist Autorin zahlreicher Publikationen, Bücher und Aufsätze. Viele warten auf das Buch Erfindung des Subjekts, was, glaube ich, dieses Jahr erscheinen soll. Sie warten auch noch, aber immerhin geschrieben ist es. Es muss nur noch das Licht der Welt erblicken. Darüber hinaus ist auch sie vielfältig tätig gewesen als Herausgeberin und Mitherausgeberin. Ich verweise auf den Band über Kreuzungen, Fremdheit, Ungleichheit, Differenz, auf den Band Achsen der Ungleichheit zum Verhältnis von Klasse, Geschlecht und Ethnizität und auf den Band Das Jahrhundert der Avantgarden. Ich freue mich, dass wir eine so interessante Runde zusammenbekommen haben und würde jetzt als erstem Herrn Garcia Düttmann das Wort erteilen. Ja, vielen herzlichen Dank für die freundlichen Worte und für die sehr freundliche Einladung. Ich bin gebeten worden, ein Statement zu schreiben, das ich vorlesen soll und das etwa 10 bis 15 Minuten dauert, das Vorlesen. Und ich habe diesem Statement einen Titel gegeben, es heißt und so weiter. Vielleicht erkennt man die Freunde der kritischen Theorie daran, dass sie zwei Gruppen bilden. Es gibt jene Freunde, deren Herz höher schlägt, wenn sie sich das beeindruckende interdisziplinäre Programm vergegenwärtigen, das Horkheimer in den frühen 30er Jahren des 20. Jahrhunderts entwarf. Wahrscheinlich finden sich viele Soziologen und Sozialphilosophen in dieser Gruppe. Und es gibt jene Freunde, die eher von den Übertreibungen kritischer Theoretiker angezogen werden. Wahrscheinlich finden sich einige Philosophen und Künstler unter ihnen, es bleibt aber eine Minderheit. So hat man Adornos Rede von der lückenlosen Immanenz oder dem universalen Verblendungszusammenhang immer wieder als maßlose Übertreibung abgetan, die die Einsicht in gesellschaftliche Mechanismen eher verwehren als ermöglichen und fördern soll. Heute muss man feststellen, dass es sich wohl um eine Untertreibung handelte, als würde der, ich zitiere, Verblendungszusammenhang, der alle Menschen umfängt, eine Verfassung bezeichnen, die von ihrer eigenen Ungeheuerlichkeit immunisiert wird und die sich deswegen nur umso nachhaltiger und umfassender durchsetzt. Adornos übertreibende Gesellschaftskritik wird, wenn eine solche Verallgemeinerung zulässig ist, von zwei Polen bestimmt, von dem Pol eines Begriffs der Gesellschaft, der von keiner gesellschaftlichen Einzelbeobachtung einzuholen ist, und dem Pol gesellschaftlicher Einzelbeobachtungen, die sich nicht von Methoden faktischer Erhebung gängeln lassen. Beide Pole berühren sich aber auch. Das Ganze der Theorie schlägt insbesondere der Einzelbeobachtung um und umgekehrt, wie eine Stelle aus einer späten, als Einleitung in die Soziologie konzipierten Vorlesung darlegt. Dieses Umschlagen ist jedoch nicht einfach eines der einheitsstiftenden Vermittlungen. Die Einheit, die Lückenlosigkeit der Immanenz oder des Verblendungszusammenhangs, so verdeutlicht die fragliche Stelle, entsteht nur um den Preis eines Abprallens, eines Ausschlusses, einer Verdinglichung. Ich zitiere Adorno: Gesellschaft wird unmittelbar dort fühlbar, wo es wehtut. Wenn man etwa in bestimmte soziale Situationen kommt, wie die eines Menschen, der einen Job suchen muss und der dann auf Granit beißt, das Gefühl hat, dass alle Türen ihm sich automatisch verschließen, oder der sich Geld borgen muss in einer Situation,
in der er nicht Garantien dafür beibringen kann und der dann 10, 20 Mal in einer bestimmten automatischen Weise dem Nein begegnet. Zitat zu Ende. Was an Adornos Formulierung auffällt, ist die Rede von einem Automatismus. Dort, wo das Ganze unmittelbar fühlbar wird, hat man nicht, um mit Hegel zu reden, das Gefühl, die belebende Seele eines Ganzen zu sein, von dem man wiederum getragen und gehalten wird. Man hat nicht das Gefühl, zur Wirklichkeit zu gehören, die Hegel in der Rechtsphilosophie von der bloßen Existenz unterscheidet und die er als Einheit der Allgemeinheit und der Besonderheit bestimmt, als das Auseinandergelegtsein der Allgemeinheit in die Besonderheit. Vielmehr hat man das Gefühl, einer blinden und undurchsichtigen, einer mechanischen Wiederholung zu unterliegen, die den Einzelnen bereits zum abprallenden Ding macht, bevor er sich selber zum Ding gemacht hat. Dass Adorno in der Dialektik der Aufklärung, in den Minima Moralia und in der negativen Dialektik ein solches Gewicht auf das Phänomen gesellschaftlicher Kälte legt, drückt diesen Sachverhalt ebenfalls aus. Um der mechanischen Wiederholung, dem und so weiter rein numerischer Unendlichkeit, dem Ablaufen verselbstständigter Prozesse standzuhalten, in denen sich die Macht der Gesellschaft kundtut, muss das Individuum erkalten, sich zu einem Ding machen, sein Herz für ein kaltes eintauschen. Ist Kälte aber das Grundprinzip bürgerlicher Subjektivität, um die negative Dialektik zu zitieren, so reicht sie wie die Verdinglichung von der Vorgeschichte, in der sich jene Subjektivität konstituiert, bis zum 20. Jahrhundert, in der die Subjektivität zerfällt, ja bis ins 21. Jahrhundert, in dem von der Subjektivität wenig mehr bleibt als ein Ding. Die Kälte, die einerseits vom Automatismus des Abprallens erzeugt wird, andererseits die Verzweiflung daran mindern, die Fähigkeit zur Anpassung steigern soll, ist letztlich eine Art Reaktionsbildung, die auf, ich zitiere Adorno, das tiefe Gefühl der Überflüssigkeit hinweist, das nach Adorno alle in der Gesellschaft ergreift. In jüngster Zeit, so könnte man hinzufügen, auch die bislang relativ verschonten Akademiker, die wissen, dass es die Universität als Nische der Freiheit nicht mehr gibt und die sich darum nur umso eifriger anpassen. Vor allem in Großbritannien haben Akademiker das Evaluieren oder Bewerten, den Grundsatz der profitorientierten Verwaltung, so sehr verinnerlicht, dass sie die angekündigte Privatisierung der Geisteskunst und Sozialwissenschaften ohne merkliches Aufmucken hinnehmen und damit die uneingeschränkte Anwendung dieses Grundsatzes, des Grundsatzes des Evaluierens, die künftige Abhängigkeit ihres Überlebens von der Willigkeit der Studenten, für ihre Dienste hohe Geldsummen zu zahlen und sich auf Jahrzehnte hin zu verschulden. Gerade am Verhalten der Akademiker kann man also nicht nur die Kälte, den Mangel an Solidarität mit den sogenannten Kollegen und den Studenten ablesen, sondern auch die doppelte Auswirkung des Verblendungszusammenhangs, der in der Bewertung von allem und jedem Gestalt annimmt. Während auf der einen Seite, wie der französische Sprachwissenschaftler Jean-Claude Milner zeigt, ich zitiere, die verallgemeinerte Bewertung sich des Daseins bemächtigt, um es in einen umfangreichen Bestand bewertbarer Dinge zu verwandeln, Zitat zu Ende, die Abschaffung freien Denkens in der Universität gerade von dieser Verwandlung Zeugnis ablegt, verfolgt auf der anderen Seite die Anwendung des Grundsatzes der Bewertung nur ein einziges Ziel, festzustellen, dass der oder das Bewertete den eingeführten Kriterien nicht genügt, nicht genügen kann, vereinigen sie doch widersprüchliche Anforderungen. Der Akademiker soll ein glänzender Forscher sein, ein beliebter Dozent,
sich gleichzeitig aber auch in der Verwaltung hervortun und Drittmittel in Millionenhöhe herbeischaffen. Erneut, immer wieder wirkt sich der Verblendungszusammenhang als Automatismus aus, als Automatismus des Nein, des Sich-Verschließens von Türen. Definiert das Nein nicht sogar jeden Automatismus, so dass Adornos gesellschaftliche Einzelbeobachtungen, in der das Ganze unmittelbar fühlbar wird, die Gesellschaft selber, nicht bloß gleichgültige Beispiele für den Verblendungszusammenhang sind, sondern einen beispielhaften Charakter haben? Ist es dann nicht das in der Verdinglichung gründende und in der Kälte sich äußernde Automatische, das einen gesellschaftlichen Zusammenhang als einen der Verblendung auszeichnet? Das Komplement des Gefühls der Überflüssigkeit auf Seiten der Macht ist die Willkür. Sie ist die subjektive Verlängerung des Automatismus, der umso unerbittlicher die Türen zuschlagen lässt, je kontingenter oder willkürlicher seine Einrichtung ist, je anarchischer sich die Warenproduktion oder die Produktion von Dingen durch Dingen ausnimmt. Auch das kann man am Verhalten von Akademikern ablesen. Wer zum Ding geworden ist und als Ding die Macht an sich gerissen hat, die in der Bewertung anderer liegt, kann willkürlich über sie verfügen, Klicken bilden, sich vernetzen. Hat gestern noch eine Fakultät angeblich nichts dagegen vermocht, dass Akademiker entlassen wurden, die in ihr tätig waren, und zwar aus wirtschaftlich strukturellen Gründen, so kann sie heute neue Stellen ausschreiben, obwohl sich die Lage verschärft hat, Ressourcenknappheit herrscht. Hat man es gestern noch bedauert, den jungen, ernsthaften Akademiker nicht weiter beschäftigen zu können, so wirbt man heute um zwei Professoren mit klingendem Namen, obwohl nicht einsichtig ist, warum plötzlich Mittel vorhanden sein sollen, die vor wenigen Monaten angeblich nicht erhältlich waren. Nun könnte man fragen, ob Adornos Gesellschaftstheorie, an der seine Kritik der Gesellschaft hängt, nicht von einem Widerspruch durchzogen wird. Denn will man das Ganze und das Besondere, die Theorie und die Einzelbeobachtung als Pole betrachten, zwischen denen sich eine dialektische Spannung herstellt, kann die Theorie nicht im Bereich des Faktischen verharren, in dem Bereich, in dem es so weitergeht, der also lediglich eine, ich zitiere, Extrapolation und Verallgemeinerung von Befunden erlaubt. Theorie muss zur Bezeichnung einer Tendenz dienen, wie das Adorno sagt, zur Bezeichnung eines Ganzen, dass es allein, ich zitiere wiederum Adorno, im Sinne eines Fluchtpunkts geben kann, wie es Adorno in seiner Vorlesung über philosophische Elemente einer Theorie der Gesellschaft ausdrückt. Deshalb auch ist die Möglichkeit von Theorie daran gebunden, dass die Gesellschaft von einer Dynamik durchzogen wird. Die Rede von einem universalen Verblendungszusammenhang soll dagegen den Stillstand aller Dynamik signalisieren, das und so weiter des Automatismus den Umstand, dass jede Politik des nächsten Schrittes nicht zur Veränderung beiträgt, sondern zur Verstrickung, so sehr man zugleich anerkennen muss, dass in dem gesellschaftlichen Zusammenhang Neuerungen aufkommen, die die Verblendung schafft und von denen sie zehrt, wie es die Verallgemeinerung des Grundsatzes der Bewertung, seine hemmungslose Anwendung etwa auf die Universität, deutlich macht. Adornos Beispiele für den Automatismus setzen eine minimale Spannung zwischen den Polen noch voraus. Sie sind also bestrebt, eine Tendenz aufzuzeigen. Fluchtpunkt gesellschaftlicher Einzelbeobachtungen muss in der Theorie der universale Verblendungszusammenhang sein. Da es sich indes hier nicht einfach um einen Fluchtpunkt handelt, um eine Übertreibung, um das An-die-Grenze-Treiben der Tendenz, um, wie es Adorno auch ausdrückt, ein neues und nicht identisches, da es sich hier um eine Wirklichkeit handelt, und zwar in einem Sinne, der sich mit dem der Hegelschen Existenz deckt, mit der Willkür und Gleichgültigkeit undurchdringlicher Dinge, die es nun einmal gibt, läuft die Berührung des Ganzen und des Besonderen, die in der beobachteten Erfahrung des Abprallens stattfindet, man prallt ständig ab,
läuft sie auf ein Kassieren der Spannung hinaus, auf eine allgemeine Verdinglichung, über deren Formen dann die Theorie kaum mehr etwas sagen kann als und so weiter. Vielleicht hat Walter Benjamin die Theorie des universalen Verblendungszusammenhangs, den Fortschritt des Automatismus, in dem einen Satz zusammengefasst, den der Theoretiker überhaupt noch formulieren kann. Ich zitiere, dass es so weitergeht, ist die Katastrophe. Wobei die Coppola deshalb kursiv gesetzt ist, weil es nicht um eine Tendenz geht, sondern um eine Wirklichkeit, die Katastrophe nicht als das Bevorstehende angesehen werden darf. Man muss sie, wie Benjamin schreibt, als das Gegebene ansehen. Was der Theoretiker dann tut, ist das so weiter als eine Katastrophe zu erkennen, die sich dauernd ereignet. Der Bezug auf diesen Satz zeigt an, warum Adornos Gesellschaftstheorie und Gesellschaftskritik trotz einer Überfülle an Einzelbeobachtungen von einer gewissen Armut geprägt wird. Stets wieder nennt Adorno die Verdinglichung, deren Ursprung er in der Konstitution der Subjektivität verortet, zwischen Mythos und Aufklärung. Wie soll man aber diese Armut genau verstehen? In dem Maße, in dem die Wirklichkeit immer schon eine Verdinglichte war, kann die theoretische Armut ja nicht eine sein, die bloß aus der Übertreibung der Tendenz resultiert, also daraus, dass Adorno den universalen Verblendungszusammenhang als Fluchtpunkt der Geschichte oder der Dialektik der Aufklärung ansetzt, dadurch ein Neues aufdeckt, ein faktisch nicht identisches. Es ist, als würde das und so weiter die Theorie zu der Armut verurteilen, die die wiederholte Rede vom universalen Verblendungszusammenhang indiziert. Man muss jedoch weitergehen, in der Theorie nicht nur eine Reproduktion des und so weiter erblicken. Als Reproduktion des und so weiter, das die Theorie andauernd als andauernde Katastrophe bestimmt, schafft sie sich selber ab. Vielleicht verhält es sich mit der Theorie noch in einem anderen Sinne ähnlich wie mit der Gesellschaft. So wie die Gesellschaft unmittelbar dort fühlbar werden soll, wo es weh tut, so wird auch die Theorie unmittelbar dort fühlbar, wo es weh tut. Kehrt sie sich dadurch gegen die Gesellschaft, ist sie dadurch erst Gesellschaftskritik. Die Weigerung, sich einverstanden zu erklären und nach den Spielregeln der bestehenden Ordnung vorzugehen, bedeutet, dass der Gesellschaftstheoretiker Adorno mit der Rede vom universalen Verblendungszusammenhang sein Einverständnis aufkündigt, sein Einvernehmen verweigert, dass das verfolgt, was der französische Rechtsanwalt Jacques Vergès einen Procès de rupture nennt. Dieser Prozess, der sich von dem Procès de connivence unterscheidet, von dem Prozess des Einvernehmens, ist auf einen Bruch, einen Abbruch, ja die Herbeiführung eines Zusammenbruchs ausgerichtet, selbst wenn man einräumen muss, wie es Vergès selber tut, dass es einen totalen Bruch ebenso wenig geben kann wie ein vollkommenes Einvernehmen, selbst wenn daher der Prozess des Bruchs eine Übertreibung darstellt. Die Relevanz eines solchen Prozesses, eines Procès de rupture, liegt darin, dass er sich nicht in einer juridischen Wahl oder Entscheidung zu erschöpfen vermag, sondern eine, wie das Vergès nennt, Vision de la vie enthält, eine Ansicht des Lebens. Sicherlich setzt sich Adorno damit, also mit der ständigen Wiederholung von der Rede des universalen Verblendungszusammenhangs, mit dieser Verarmung der Theorie, wenn Sie so wollen, und diesem Procès de rupture, der nach meiner Meinung darin liegt, sicherlich setzt sich Adorno damit der Gefahr aus, dass man sich von ihm abwendet, die wiederholte Rede vom universalen Verblendungszusammenhang eben als maßlose und sterile Übertreibung abtut. Dennoch ist nicht ausgemacht, ob diese Abwendung nicht ihrerseits einer Verdinglichung gleichkommt, sie nicht ein Symptom dessen ist, dass es wehtut. Wenn Adorno bis heute ein Außenseiter geblieben ist, sicherlich in der Philosophie, wahrscheinlich aber auch in der Soziologie, so liegt das an einer Intransigenz, an einem Nicht-Versöhnt, das deshalb nicht aus Starrheit oder Rechthaberei entspringt, weil es die einzige Möglichkeit ist, der sowohl theoretisch als auch in Einzelbeobachtungen erkannten Katastrophe des und so weiter zu widerstehen,
der Katastrophe, die der Gesellschaftskritiker im Umschlag des Ganzen in das Besondere erkennt, im Automatismus des Abprallens. Ich komme zum Ende. Die Verteidigung des Sokrates führt Vergès als das erste Beispiel für einen Prozess des Bruchs in der Geschichte an. Zu den Deformations professionnelles von Professoren gehört bekanntlich, dass sie sich im Seminar oder in der Vorlesung auf radikal gesellschaftskritische Denker beziehen können, um sich in der Fakultätssitzung, an der sie anschließend teilnehmen, aus Gründen der Selbsterhaltung konformistisch und opportunistisch zu verhalten. Sokrates, der kein Universitätsprofessor war, kein Rhetor und kein Sophist, der einen Lohn einsteckte, Sokrates, der sich auf seine Armut berief und auf seinen verneinenden Dämon, auf einen Dämon, der ihm davon abriet, sich am politischen Geschäft zu beteiligen, Sokrates wusste, dass Schlechtigkeit und Bosheit schneller laufen als der Tod, dass man dem Tod leichter entgehen kann als der Katastrophe des und so weiter. War es, um einen Vergleich aufzunehmen, den bereits Ernst Herrhaus unmittelbar nach Adornos Tod angestellt hat, war es gerade die sokratische Armut, die zur Folge hatte, dass ein Prozess gegen ihn angestrengt wurde und dass er mit seiner Verteidigung den Zusammenbruch von Verhältnissen betrieb, in denen sich Schlechtigkeit und Bosheit behaupteten, ja ohne die es zu Prozess und Apologie gar nicht gekommen wäre. So war es die adornosche Armut, die zur Folge hatte, dass die Rechte in Deutschland ihn als Verführer der Jugend diffamierte, während die Linke seine Zurückgezogenheit anprangerte, unabhängig davon, wie frei er selber von Deformation professionell war. Muss man nicht von dem »Ich weiß, dass ich nichts weiß«, außer dass der Verblendungszusammenhang universal ist, einen späten Nachhall hören, den Nachhall des »Ich weiß, dass ich nichts weiß«, außer dass die Schlechtigkeit schneller läuft als der Tod? Muss man nicht vor allem unter dem Aspekt eines Prozesses, der auf Bruch und Abbruch abzielt, in Adornos wiederholter Rede vom universalen Verblendungszusammenhang, in dem gegen den Automatismus gerichteten Automatismus, einen späten Nachhall der sokratischen Apologie ausmachen? Die Frage, die sich der Freund der Übertreibungen kritischer Theoretiker stellen muss, ist folglich die, ob er den Bruch verfolgt und bei aller Kritik an der Gesellschaft oder bei aller Kritik an der Gesellschaft sein Einverständnis erklärt, in der Universität und außerhalb. Vielen Dank. Herr Düttmann, vielen Dank dafür, dass Sie maßgebliche Kategorien der Gesellschaftskritik Adornos in Erinnerung gerufen haben, vor allem auch den Begriff der Verdinglichung und dann auch gezeigt haben, wie sich dieser Begriff auf die gegenwärtige Situation anwenden lässt, bezogen auf einen Lebensbereich, der uns allen ja besonders nahe liegt, die Universität. Was Sie berichtet haben, betrifft ja nicht nur Großbritannien, was man als eine Art Versuchslabor des Neoliberalismus ansehen könnte, sondern ist ja auch durchaus in anderen Ländern an der Tagesordnung. Ich könnte mir vorstellen, dass es da gleich durchaus zu einer lebendigen Diskussion kommen wird. Jetzt aber wollen wir uns erst den nächsten Beitrag, die nächste Stellungnahme anhören. Christoph Henning, bitte. Ja, vielen Dank. Es ist etwas schwierig, nach einem ganzen Tag voller schlauer Vorträge selbst noch was Schlaues sagen zu wollen. Insofern habe ich versucht, in meine kurzen, vielleicht ein bisschen provokativen Bemerkungen möglichst viele Referenzen auf frühere Vorträge einzubauen. Das hat auch den Sinn, dass wir vielleicht in der Diskussion auch noch auf die einzelnen Vorträge kommen können, falls Bedarf besteht. Ich nehme es mal stark an. Also die Frage, was ist die Praxis der kritischen Theorie heute oder generell? Die Antwort ist natürlich erstmal einfach. Natürlich ist es das Kritisieren. Oder das Mäkeln, ja, je nach Interpretation. Das ist vielleicht ein bisschen zu einfach. So gesehen würden ja alle, die irgendwas kritisieren, zur kritischen Theorie gehören. Das heißt, man muss ein bisschen qualifizieren noch. Man meint schon eine bestimmte Art und Weise der Kritik. Jetzt haben wir aber gesehen, dass gerade diese Art und Weise von Horkheimer und Adorno, das war der Sinn von Demirovic, also das weiterzumachen, ist extrem schwierig, weil es eben eine unnachahmliche Art und Weise war. Ich möchte deswegen zuerst sagen, in der schönen negativistischen Art und Weise, wie ich glaube, dass man es nicht weitermachen kann. Also die Familienbande oder
selbst gewählten Familienzusammenhänge, oder man kann auch sagen, der Personenkult sollte nicht so weit gehen, meine ich, dass man sich von gewissen Star-Autoren die Themen vorgeben lässt. Also sagen wir mal, um Themen zu nennen, kommunikatives Handeln oder Anerkennung oder reziprok allgemeine Rechtfertigung, nur um mal so ein paar ganz große Hausnummern zu nennen, und dann von da aus deduktiv vorgehend sich eine passende Empirie dazu suchen. Ja. Also das, glaube ich, das ist kein guter Weg, das weiterzumachen. Erstens, weil das forschungspraktisch fraglich ist. Ja. Ist Verifikationismus wäre das letztlich. Es hat aber auch den Nachteil, dass es zu sehr affirmativen Ergebnissen führen kann. Also ich möchte nur mal einen ganz kurzen Honnetext vorlesen dafür. Ich will ja darüber diskutieren mit Ihnen dann. Also, mit der Einsicht, nicht in die Notwendigkeit, nein, mit der Einsicht in die Tatsache, dass die moderne Lebenswelt bereits ein ganzes Spektrum an freiheitsverbürgenden Interaktionsmustern enthält, die zusammengenommen Sittlichkeit genannt werden, ist mithin in einem präzisen Sinn eine therapeutische Funktion verknüpft. Die Leserinnen und Leser sollen sich in dem Augenblick, in dem sie die angebotene Deutung eines sittlichen Gehalts ihrer eigenen Lebenswelt akzeptieren, zugleich von der irreführenden Einstellung befreien, die sie bislang an der Verwirklichung ihrer Freiheit gehindert haben. Mit anderen Worten, wir müssen die Welt nur anders interpretieren, sie ist schon ganz in Ordnung so, ja, wir müssen es nur verstehen. Also, bösartig gelesen. Ja. Hier jetzt auch gleich meine Frage an Herrn Menke. Also, dieser großartige Vortrag, ich habe da noch Diskussionsbedarf, ob das nicht vielleicht auch so gelesen werden könnte, dass genau diese Affirmation, die hier drin steckt, prinzipialisiert werden könnte. Also das ist, haben Sie sicherlich nicht so gemeint, aber ich denke, da ist noch ein bisschen Diskussionsbedarf. Also warum soll man das nicht so machen im Sinne der kritischen Theorie? Auch deswegen, weil ich glaube, dass das nicht die Idee von Horkheimer war. Bei ihm ist es, glaube ich, eher so gewesen, die Verbindung von Philosophie und Empirie, dass man sich zwar von emanzipatorischen Ideen anleiten lassen soll, aber der Sinn der Wissenschaft ist eigentlich eher die, dass man aus der Wissenschaft, also aus dem empirischen Material selbst, diese Ideen hervorsteigen lassen soll, ja? Nicht umgekehrt. Dafür glaube ich, also das heute zu machen, wäre es das Beste, wenn man die alten Theorien mal in aller Ehre ein bisschen auf sich beruhen lässt. Also wir haben schon von dem Zeitkern gehört heute, von Frau Klinger. Dieser Zeitkern, den hat Demirovic relativ gut dadurch bestimmt, dass er gesagt hat, es gab eine Zeit, der Kalte Krieg, da konnte man sich nicht ungestraft auf bestimmte Theorien beziehen, ohne schuldig zu werden daran und so weiter. Ja. Das hat mal Sinn gemacht, diese Position so negativistisch eingeklemmt zu artikulieren. Ich meine aber, heute ist es anders. Ja. Heute ist es im Gegenteil wichtig, dass man wirklich mal Farbe bekennt, auch in der Theorie. Und was stattdessen machen, also zu den Sachen selbst, das wäre meine Formel dafür, in der Überzeugung, dass wenn man von der Sache anfängt und sowas Ähnliches, hatte Frau Klinger auch gesagt, dass man dann schon auf philosophische Inhalte kommt. Ja. Aber die Richtung ist anders. Was heißt das für die Ausbildung? Das hat jetzt wieder Bildung zu tun. Es würde bedeuten, dass man mehr Wert auf methodische und inhaltliche Forschungskenntnisse legt. Das übrigens haben Adorno und Horkheimer ja auch getan. Ja. Dass man zum Beispiel Statistik lernt und solche unangenehmen Sachen. Es würde aber auch heißen, dass eine solide Marx-Kenntnis wirklich wichtig ist. Also den halte ich jetzt wirklich für den Urvater der kritischen Theorie im gewissen Sinne, weil die Philosophie oder die kritische Theorie das ein bisschen versäumt hat, hat sich jetzt die Marx-Bewegung einfach an der Universität vorbei etabliert, was eigentlich eine gute Sache ist. Es wäre aber schöner gewesen, wenn das sozusagen in der akademischen Welt selbst passiert wäre, würde ich mal sagen. Dazu gehört auch zum Beispiel, würde ich sagen, auch Kenntnis des ökonomischen Mainstreams, damit man nicht immer nur von außen kritisiert. Ja? Also es ist schön zu sagen, die haben alle die Wertform nicht verstanden, aber ich glaube, man muss auch irgendwie inhaltlich kritisieren, damit man von den Leuten selber ernst genommen wird. Ja? Also das sind Sachen, die man in St. Gallen, glaube ich, ganz gut lernen kann, weil da wirklich niemand von der kritischen Theorie, außer Emil Walter Busch, der bis vor kurzem da war, das war der letzte Assistent Horkheimer, ist nun mal ganz kurz eingeflucht. Also Vorbilder dafür, dass man von den Sachen ausgehen kann, sind in der kritischen Theorie durchaus da. Also Henrik Grossmann zum Beispiel, der schon vor Horkheimer Mitglied war, wäre eins, und andere Leute aus dem, was Honnath selber Peripherie nennt, werden da zu nennen. Es gibt aber jetzt in der nachadornitischen Entwicklung der kritischen Theorie ein paar Momente, die genau das verhindern. Also genau diesen Gang zu den Quellen, also zu den Sachen selbst. Was sind diese drei Momente? Ich will nur drei Sachen nennen, wo ich glaube, an denen liegt das.
Das erste ist, es hat sich in der Folge des Positivismusstreits so eine Art Habitus, das ist die zweite Natur des kritischen Theoretikers, kann man sagen, also ein antipositivistischer Habitus hat sich da entwickelt, von dem aus man glaubt, empirische Wissenschaften sind als solche schon zu kritisieren. Ja. Die sind als solche schon bürgerlich, ideologisch und verblendet, bloß weil sie eben empirisch sind. Also das scheint mir ein Affekt gegen alles, was irgendwie mit Zahlen zu tun hat, sich fortgesetzt zu haben. Und am schlimmsten natürlich in der Naturwissenschaft. Ja, also die Naturwissenschaft ist als solche schon irgendwie von übel. Und das, glaube ich, das ist einfach ein Habitus, den man ablegen sollte. Ich glaube, dass man der Sache mehr dient, wenn man versucht, wie es die Leute früher gemacht haben, auch aus den Zahlen, den empirischen Zahlen, das die emanzipatorischen Momente herauszuholen und sogar aus der Natur selbst. Also Ernst Bloch ist jemand, der sowas versucht hat. Ich glaube, da kann man ganz gut anknüpfen. Zweiter Punkt, Jürgen Habermas hat in einer frühen Phase gesagt, kritische Theorie, soweit sie Philosophie ist, kann gar keine Wissenschaft treiben. Ja, sie kann nur das, was die Wissenschaften ihr vorgeben, interpretieren. Das halte ich auch für falsch. Also der Sinn der kritischen Theorie war ja gerade, selbst Wissenschaft zu machen. Das haben wir heute auch schon mal gehört. Und zwar empirisch im gewissen Sinne. Nun kann man sagen, Institut für Sozialforschung macht das ja noch. Das ist, in der Tat ist das so. Auch wenn man in der Großtheorie vielleicht davon gerade nichts merkt oder wenig merkt. Der letzte Punkt aber, den ich noch nennen will, der ist jetzt in der politischen Philosophie. Was ist da passiert? Die haben sich Habermas und seine Nachfolger im Anschluss an Rawls selbst eine intellektuelle Diät auferlegt, weil sie meinten, die Philosophie, die politische Philosophie dürfe keine Theorie des Guten mehr vertreten, sondern müsse nur noch formal, also weil das eben nicht liberal ist, ja, damit zwingt man die Leute paternalistisch zu irgendwelchen und so weiter, sondern nur noch formal, prozedural die Möglichkeitsbedingung für einen Diskurs, der dann in der Politik passiert, ohne dass wir was damit zu tun haben. Also Legitimation ist ein Stichwort, Gerechtigkeit, Rechtfertigung oder Toleranz. Alles das sind Möglichkeitsbedingungen dafür, dass es einen politischen Diskurs geben kann, aber mit dem selbst hat die kritische Theorie nichts mehr zu tun. Das führt natürlich dazu, dass die alten Themen, die mal sehr politisch, sehr inhaltlich waren, mehr oder weniger ausgeblendet werden, abgeblendet werden. Also zum Beispiel die Glücksfrage. Ja? Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema bei Adorno gewesen. Oder die Frage der sozialen Gleichheit, die Frage der Aneignung der eigenen, aber auch der äußeren Natur, Fragen der Muße, der Zeitpolitik, alles das sind eigentlich Theorien des Guten. Aber wo sind die, fragt man sich. Nur mal zu zeigen, an einem Beispiel, wie das schrittweise vor sich geht, also dieser Abschied von den Inhalten, der Abschied von den Sachen selbst. Also man kann fordern, das ist sozusagen der praktische Anfang, wir fordern was Bestimmtes, eine Theorie des Guten, zum Beispiel Gleichheit. Ja? Wie wird das jetzt kritisch-theoretisch reformuliert? Das ist der erste Rückzug. Wir fordern eine Gesellschaft, in der man fordern kann, dass man Gleichheit haben will. Ja? Also kommunikatives Handeln ist der Wert, nicht mehr die Gleichheit, die man in der Kommunikation fordern kann, sondern die Kommunikation selbst. Der zweite Rückzug, wir fordern, dass unsere Claims anerkannt werden, selbst wenn sie nicht umgesetzt werden. Das ist jetzt, also so wird das natürlich nicht gesagt, aber so kann man es lesen. Es geht nicht mehr darum, dass die Sachen umgesetzt werden. Es geht darum, dass anerkannt wird, dass Leute wollen, dass die Sachen umgesetzt werden. Das ist natürlich schon was anderes. Ja? Das setzt natürlich voraus, dass man die Erfahrung gemacht hat, dass sie nicht umgesetzt werden und dass man sich damit weniger zufrieden gibt. Aber nach wie vor ist es so, dass es natürlich in der Theorie eine Depotenzierung ist. Und die letzte Stufe, würde ich sagen, wir gucken uns gar nicht mehr die Claims selber an, ob anerkannt oder nicht, sondern uns geht es jetzt nur noch um uns als Person. Also ich will jetzt nur noch, dass die anderen mich als Person anerkennen, der das Recht hat, Rechte zu haben, egal was diese Rechte sind. Ja. Also das ist, man kann sagen, das ist eine Grundlegung der Menschenrechte oder was auch immer. Man kann aber auch sagen, das ist sozusagen die Schwundstufe dessen, dass man eigentlich mal was Inhaltliches gefordert hat. Ja? Weil es jetzt nur noch darum geht, dass man das Recht anerkennt, Rechte zu haben, was aber de facto, also das ist das Form zweiter Potenz, wenn man so will. Ja? Im Umkehrschluss, ich bin jetzt ein bisschen polemisch, also wozu führt das theoretisch? Das führt dazu, dass man außer den Möglichkeitsbedingungen der Rede eigentlich selbst nichts mehr Inhaltliches sagt. Was passiert dann? Man muss sich die Themen von anderen Autoren vorgeben lassen. Also von großen Denkern, die dann möglicherweise aus Frankreich oder USA kommen. Also es waren mal Rawls, Derrida, Foucault natürlich, neuerdings sind es Leute wie Cavell, Badiou, Boltanski. Es ist gut, die alle zu kennen. Sie sind sehr interessante Autoren, aber es darf nicht dazu führen, dass man damit seine eigene Lücke, seine eigene programmatische Lücke füllt oder versteckt. Also da sehe ich durchaus eine kleine Problematik. Also kurze
knappe Zusammenfassung dessen, was ich hier sagen wollte. Was ich mir für die Fortsetzung der Praxis der kritischen Theorie wünschen würde, wäre die alte Formel von Husserl, eigentlich kommt die, zurück zu den Sachen selbst. Also mehr eigene Forschung, mehr Kenntnis auch der anderen Wissenschaften, mehr Kritik an Sachen und ruhig Mut, auch in der politischen Philosophie zu eigenen Theorien des Guten. Einfach im Interesse dessen, dass man auch inhaltlich wieder ein bisschen Terrain gut macht, also dass man die Inhalte zurückerobert. Und das im gewissen Sinne ist nicht nur wichtig für die Praxis der kritischen Theorie, sondern ich meine, das ist auch wichtig für die politische Praxis. Also so ein bisschen mehr Mut, weil ich glaube nicht, dass diese emanzipatorische Bewegung dann irgendwie auch immer schon da ist und wir reflektieren für die nur ihre Inhalte oder so, sondern es ist schon so, dass es auch einen Transfer von der Theorie in die Politik gibt. Ja? Und wenn aus dem akademischen oder wie auch immer subakademischen Umfeld Inhalte diskutiert und vorgegeben werden, kann das nur gut sein. Also ich glaube nämlich, dass diese Angst vor Inhalten auch in der Politik ein bisschen verbreitet ist. Also man kann es ja kaum fassen. Ich habe jetzt nicht gezählt, aber in wie vielen Landtagen in Deutschland gibt es rechnerisch eine linke Mehrheit und die trauen sich nicht zu regieren. Also woran liegt das? Ich meine, gut, das liegt an Kommunismusängsten und so weiter. Es liegt aber auch daran, dass man eigentlich gar nicht weiß, was man selber will. Und ich denke, wenn man da einfach einen kleinen Schritt vorangeht und sagt, so, das sind unsere neuen inhaltlichen Vorstellungen, da kann man ja auch drüber debattieren. Es ist ja nicht so, dass das dann dogmatisch wäre oder so. Aber ich denke, das wäre ein guter Weg für die Zukunft der Praxis der kritischen Theorie. Danke. Ja, Christoph Henning, vielen Dank für diese erfrischende Stellungnahme, für diese erfrischend dezidierte Stellungnahme, so würde ich mich mal ausdrücken. Und auch dafür sozusagen vor einem, ich sage mal, musealen Umgang mit Themen der kritischen Theorie zu warnen. Ich denke, auch das wird uns ein Anlass sein zu einer kontroversen Diskussion. Zunächst aber gebe ich Philipp Hoog das Wort. Ja, ich möchte mich zunächst auch herzlich für die Einladung bedanken. Für mich hat es sich jetzt bei dem Text, den ich vorbereitet habe, sehr glücklich gefügt, denn vieles von dem, was ich sagen werde, wurde hier schon gesagt. Das heißt, ich kann eigentlich auf relativ viele Dinge, die schon diskutiert wurden, zurückgreifen und sie vielleicht nochmal in Erinnerung rufen. Ich werde mich in dem, was ich jetzt vortragen werde, im Grunde nur auf die Begriffe Sprache und Erfahrung beziehen und darauf, wie diese beiden Begriffe bei Adorno und bei Habermas gefasst werden, um dadurch vielleicht so ein paar Unterschiede zwischen diesen beiden ja für die kritische Theorie wohl relevantesten Autoren besser zu fassen zu kriegen. Nun, kritische Theorie ist als Theorie auch eine sprachliche Praxis, die sich heute jedoch immer weniger in wissenschaftlichen Institutionen vollzieht. Weil sie eine sprachliche Praxis ist, muss sich das Kritische, die Differentia Specifica von kritischer und unkritischer Theorie, auch in den sprachlichen Formen zeigen, in denen kritische Theorie vollzogen wird. Auf diesen Punkt, dass die sprachliche Form und der kritische Gehalt der Theorie nicht voneinander abzulösen sind, hat am deutlichsten wohl Adorno hingewiesen. Adornos Bemühung, die durch Markt und wissenschaftliche Praxis bewirkte Trennung von Sprache als Medium der Kommunikation und von Sprache als Medium des Ausdrucks in der sprachlichen Praxis der Theorie selbst zu reflektieren und der Sprache der Theorie so jenes Mehr an Ausdruck zurückzugewinnen, das ihr verloren gegangen ist, wurde entsprechend und in gewissem Sinne auch folgerichtig entweder mit dem Prädikat der Unverständlichkeit oder der Kunst versehen. Der Vorwurf, der damit zusammenhängend speziell von Habermas an Adorno gerichtet wurde, war der, dass die kritische Theorie die Maßstäbe ihrer Kritik nicht mehr vernünftig ausweisen könne, wenn sie ihre Erkenntnisansprüche nicht in einer an die Sozialwissenschaften anschlussfähigen Art und Weise ausbuchstabiere, sondern sie an die Kunst überweise. Der Grund dieser in theoriegeschichtlicher Perspektive einigermaßen folgenschweren Kritik liegt unter anderem in einem Missverständnis über die Rolle, die der Form des sprachlichen Ausdrucks für die Erkenntnis in Adornos Theorie zugesprochen wird. Gegenstand von Adornos Sprachkritik war unter anderem ja die Sprache als ein Zeichensystem, das heißt als ein in sich geschlossener Verweisungszusammenhang,
der die Bedeutung sprachlicher Zeichen von vornherein und unabhängig von ihrem Gebrauch fixiert. Das Zeichensystem Adornos entspricht so ziemlich genau dem, was Saussure als Systemsprache, als Langue im Unterschied zur sprachlichen Praxis als Parole gekennzeichnet hat. Obgleich diese Auffassung der Sprache nach Adorno unwahr ist, steckt doch auch in dieser Unwahrheit Wahrheit, nämlich die, dass sich in der Ablösung der Sprache von der sprachlichen Praxis und damit auch von den Erfahrungen und Bedürfnissen der Sprecherinnen und Sprecher eben gerade der Vorrang des gesellschaftlichen Ganzen vor jeder und jedem Einzelnen zeigt. Dass die Sprache den Status eines Zeichensystems erhalten hat, ist demnach keine an sich seiende Bestimmung der Sprache, sondern selbst Ausdruck eines gesellschaftlichen Prozesses. Gegenüber dieser unwahren Auffassung der Sprache begreift Adorno sie als ein Kraftfeld, in dem sich die subjektiven Erfahrungen der gesellschaftlichen Objektivität niedergeschlagen haben. Wenn die Sprache so aufgefasst wird, so lassen sich sprachliche Bedeutungen wie auch begriffliche Gehalte nicht länger unabhängig von der sprachlichen Praxis und der objektiven Welt, in der jene Praxis ausgeübt wird, verstehen. Die Aufgabe der Sprache besteht dann vielmehr darin, Zitat, die Sache zur Erfahrung zu bringen, Zitat Ende, und genau dies ist es ja, was durch die gesellschaftliche Verdinglichung der Sprache zu einem Zeichensystem unmöglich gemacht wird. Statt sprachliche Bedeutung als etwas allein durch sprachliche Strukturen zu erklären, das zu begreifen, beharrt Adorno darauf, dass sich an der Sprache, die die Subjekte sprechen, der jeweils gegenwärtige Stand von Subjektivität, damit von Autonomie und damit von Mündigkeit ablesen lässt. Habermas hatte es sich demgegenüber zur Aufgabe gemacht, die in der kommunikativen Praxis der Subjekte immer schon vorhandenen und gesetzten Rationalitätsstrukturen als Maßstab der Gesellschaftskritik auszuweisen. Diese Konzentration auf in der Sprache als transzendental gesetzte Strukturen intersubjektiver Anerkennung hatte aber zur Folge, dass Sprache und Subjektivität darin formalisiert wurden, weswegen Honneth dann im Anschluss an Habermas von dessen transzendentalphilosophischer Ausrichtung der kritischen Theorie weg und zu einer hegelianisch konzipierten materialen Theorie der Anerkennung hinwollte, in der die Sprache jedoch nur noch eine untergeordnete Rolle spielte. Gegenüber Habermas besteht das entscheidende Merkmal der Adornoschen Theorie darin, sich auf das einzelne Subjekt zu konzentrieren und an ihm die Spuren zu deuten, die das gesellschaftliche Leben in ihm hinterlässt. Statt sich auf die Intersubjektivität zu konzentrieren und dabei tendenziell das Subjekt aus den Augen zu verlieren, konzentriert Adorno sich darauf, die Spuren der intersubjektiven Beziehungen im Subjekt deutlich zu machen. Mit diesem das Subjekt aus den Augen zu verlieren, meine ich bei Habermas sozusagen nur folgenden Umstand, nämlich den, dass das Subjekt bei Habermas eigentlich nur noch als rationaler Akteur auftritt, der eben an Praktiken teilhat, wodurch dann aber eben Leiblichkeit, Expressivität und Lebendigkeit im emphatischen Sinne aus dem Subjekt fast ganz verschwinden. Die sind natürlich für also Expressivität, Leiblichkeit, Lebendigkeit sind natürlich für Habermas nicht irrelevant, aber für die Rekonstruktion der normativen Strukturen der Gesellschaft sekundär. Und das kann man, wenn man sich sozusagen in einer wissenschaftsstrategischen Richtung anschauen will, vor allem auch an Habermas Auffassung oder Habermas Bezug auf die Psychoanalyse vergegenwärtigen, die er eben auch nur noch als Methodologie fasst und nicht mehr als materiale Theorie. Geht es Habermas also vornehmlich darum, die gesellschaftlich verwirklichten Rationalitätsstrukturen, die Autonomie ermöglichen oder verhindern, normativ zu rekonstruieren, so ist die Frage, welche Rolle die subjektive Erfahrung nicht nur für jene Strukturen spielt, sondern auch für die Theorie, die jene Strukturen zum Gegenstand hat, für Habermas von nachgeordneter Relevanz. Der Konflikt, der zwischen der Habermasschen und der Adornoschen Version kritischer Theorie besteht, ist also der zwischen einer formalen und normativen Beschreibung von rationalen Strukturen einerseits und einer Konzentration auf das Einzelne und dessen immanente Allgemeinheit andererseits. Gegenüber der Habermasschen Fixierung auf die innersprachlichen und innerkommunikativen normativen Anerkennungsstrukturen begreift Adorno subjektive Erfahrung nicht als etwas Sekundäres für die kritische Theorie, sondern als ihren Dreh- und Angelpunkt. Wenn es Adorno und der Form von kritischer Theorie, die er vertritt, darum geht, Zitat, das aussprechen zu können, was mir an der Welt aufgeht, Zitat Ende. Und wenn für diese Theorie ebenso gilt, dass, Zitat, das Bedürfnis, Leiden beredt werden zu lassen, Bedingung aller Wahrheit ist, Zitat Ende, dann ist es für die kritische Theorie als sprachliche Praxis von zentraler Bedeutung,
der subjektiven Erfahrung der gesellschaftlichen Objektivität einen sprachlichen Ausdruck zu geben, der sowohl Ausdruck des spezifischen Subjekts ist, das Theorie betreibt, als auch Ausdruck des spezifischen, das erfahren wurde. Rhetorik, die Kunst der wohlgeformten Rede, ist dann kein austauschbares Beiwerk, das dem kritischen Gedanken von außen nur aus Gründen des schönen Scheins beigesellt ist, sondern Rhetorik, so Adorno, ergreift, Zitat, die Partei des Inhalts, Zitat Ende. Wenn es Adorno also um die angemessene Form des sprachlichen Ausdrucks der Theorie geht, darum, den Ausdruck im höchsten Maße zu individuieren, dann nicht aus Gründen narzisstischer Befriedigung, sondern weil Sprache und Erfahrung nicht indifferent gegeneinander sind und die Erfahrung erst im sprachlichen Ausdruck diejenige Prägnanz und Objektivität erhält, die sie ohne Sprache gar nicht bekommen könnte. Dass aus der kritischen Theorie Adornos keine unmittelbaren Folgerungen für eine politische Praxis gezogen werden können, stellte einen der zentralen Konfliktpunkte zwischen Adorno und der Studentenbewegung der späten 60er Jahre dar. Die Antinomie zwischen Theorie und Praxis, die Adorno konstatierte, sorgte jedoch nicht nur unter den Studierenden für wenig Befriedigung. Auch Habermas, der spätere jedenfalls, sah darin einen der Hauptgründe dafür, dass die adornische Theorie sich in eine Sackgasse manövriert hatte. Denn wenn alle Praxis immer schon Teil des unwahren Ganzen ist, dann kann eine Theorie, die zu dieser Einsicht gekommen ist, nichts anderes mehr tun als reine Theorie betreiben, wie Habermas das nennt. Wie dann die kritische Theorie an einer emanzipatorischen Veränderung jenes unwahren Ganzen mitwirken soll, muss dunkel bleiben. Diesem Verständnis Adornos, das ebenso wirkmächtig wie verkürzt ist, möchte ich einen Gedanken entgegenhalten, den Adorno im Kant-Exkurs der negativen Dialektik und in den Vorlesungen zum Problem der Moralphilosophie expliziert hat. Nach Adorno lässt sich keine Theorie entwerfen, die als Theorie festlegt, wie, wann, warum zu handeln ist. Das meint auch der Satz, Zitat, man kann eine Ethik nicht erfinden, Zitat Ende. Das heißt auch, dass die Hoffnung, stets auf der richtigen Seite zu sein, wenn man sich in seinen Handlungen nur von den richtigen Prinzipien leiten lässt, ebenso aufgegeben werden muss, obgleich sich also nie unabhängig von einer bestimmten Situation theoretisch festlegen lässt, was in der Situation die moralisch richtige Handlung wäre, und obgleich man deswegen nie genau wissen kann, wie ein Zustand verwirklichter Humanität nun aussehe, so weiß man nach Adorno doch sehr genau, Zitat, was das Unmenschliche ist. Dieses Wissen, was das Unmenschliche ist, ist für Adorno aber eben gerade kein Wissen, das rein aus moralischen Prinzipien abgeleitet wird, sondern es stammt eben selbst auch aus der Erfahrung. Eine theoretische Einsicht allein reicht aber nach Adorno nicht aus, damit nun gehandelt werden kann. Ein Subjekt, das handelt, tut dies immer in einer bestimmten Situation, von der es nicht nur als rationaler Akteur, sondern eben zugleich als leibliches, lebendiges Subjekt affiziert wird, das in dieser Situation eine Erfahrung macht. Es ist schließlich die Erfahrung des Unmenschlichen, die für Adorno zu jenem hinzutretenden Impuls führt, der sich als Handlung äußert, der selber, Zitat, intramental und somatisch in eins ist, Zitat Ende, der also sowohl aus der theoretischen Einsicht wie auch aus der, Zitat, praktisch gewordenen Abscheu vor dem physischen Schmerz stammt, Zitat Ende. Danach bestünde die Praxis von kritischer Theorie nicht darin, einwandfreie normative Systeme zu entwickeln, die dann zu einem Maßnahmenkatalog führten, aus dem sich die Abschaffung des Kapitalismus dann wie von selbst ergäbe, sondern vielmehr darin, sich in der theoretischen Arbeit von den eigenen Erfahrungen affizieren zu lassen und diesen Erfahrungen einen angemessenen Ausdruck zu geben. Und ich denke, dass es dieses Moment der adornischen Theorie ist, das man heute speziell gegenüber diskursethischen Modellen wieder stärker betonen sollte. Ich komme nun auch zum Schluss mit einer, Reflexion oder einer Bemerkung zu einer eigenen Erfahrung, die ich mit einem Film gemacht habe. Ich weiß nicht, wer von den hier Anwesenden den kürzlich in Deutschland angelaufenen Film The Green Wave gesehen hat, in dem die Aufstände, die 2009 im Iran stattgefunden haben, dokumentiert werden. Obgleich die Aufständischen damals wussten, dass sie sich größten Gefahren aussetzen, dass sie Schlimmstes zu befürchten haben, handelten sie trotzdem, eben weil sie es nicht mehr ertrugen, stillzuhalten. Die kritische Reflexion, die dort stattgefunden hat, führte eben deswegen zur Praxis, weil die erfahrene Irrationalität des autoritären und klerikalfaschistischen Systems im Iran, die Erfahrung, die gemacht wurde also, sich nicht mehr allein in einer weiteren Reflexion äußern konnte,
sondern so unerträglich war, dass der praktische Eingriff als Ausdruck wie als Ende der Reflexion erfolgen musste. Das soll nun wiederum nicht heißen, dass die Praxis der Aufständischen im Iran als das zu bezeichnen wäre, was Adorno mal ganz emphatisch wahre Praxis genannt hat. Sie ist stattdessen nur der Versuch, als bestimmte Negation bestehender Formen von Unfreiheit die Bedingungen der Möglichkeit für eine noch auf unabsehbare Zeit vertagte wahre Praxis offen zu halten. Danke sehr. Ja, Herr Hoog, vielen Dank für den Beitrag. Aus meiner Sicht haben Sie jetzt einen etwas leiseren Akzent gesetzt als die beiden Vorredner, aber ich glaube einen ungeheuer wichtigen, indem Sie nochmal darauf aufmerksam gemacht haben, wie man auch Sprachkritik und Gesellschaftskritik verbinden kann, was ich für sehr wichtig halte und was in vielen gegenwärtigen Debatten häufig übersehen wird. Frau Klinger, last not least, darf ich jetzt auch Sie noch um eine Stellungnahme bitten. Eigentlich auch ein wenig schwer, denn im Unterschied zu meinen Mitdiskutanten habe ich ja heute Nachmittag den Vortrag eigentlich schon gehalten. Ich möchte mich daher vielleicht ganz direkt auf die Aufgabe des heutigen Abends beziehen, auf die gestellte Frage, wie eine Praxis kritischer Theorie heute noch möglich sein kann, so wie ich sie dem Vorbereitungspapier für diese Diskussion entnommen habe. Und ich möchte eigentlich mit aller Entschiedenheit diese Frage negativ beantworten bzw. als falsch gestellt bezeichnen. Es kann keine Praxis kritischer Theorie geben. Die Praxis der kritischen Theorie ist die kritische Theorie. Ich will damit nicht unnötig auf einem Dualismus zwischen Theorie und Praxis beharren, von dem ich eigentlich, wenn mir die Frage, die ich für so falsch halte, nicht so gestellt worden wäre, gar nicht unterschreiben würde. Aber ich möchte im Zusammenhang mit dieser falsch gestellten Frage vielleicht eine halbfalsche Antwort geben, nämlich Theorie ist die Theorie und die Praxis ist die Praxis. Und von der Theorie Praxis zu verlangen, geht in die falsche Richtung, ebenso wie es umgekehrt falsch wäre, von einer gesellschaftlichen und politischen Praxis unmittelbar eine Theorie zu verlangen. Ich plädiere ausnahmsweise mal, obwohl ich mich sonst für die Außerkraftsetzung von Dualismen aller Art zwischen Körper und Geist, Kultur und Natur und eben auch von Theorie und Praxis einsetze, mich ausdrücklich gegen diese Vermischung der Ebenen zur Wehr setzen. Weil ich finde, dass wir uns dann einen unnötigen Enttäuschungsdruck aussetzen, indem wir die falschen Erwartungen und die falschen Anforderungen an unterschiedliche Richtungen stellen, die sie beide nicht beantworten können. Ich habe heute Nachmittag in meinem Beitrag zur Beziehung zwischen feministischer Theorie und kritischer Theorie darauf hingewiesen, dass es eine Aktualisierung kritischer Theorie in verschiedenen Gestalten und unter anderem, das war mein Thema heute Nachmittag, in der feministischen Theorie gegeben hat und immer noch gibt. Das ist in meinen Augen eine reale, eine wirkliche Bezugnahme auf die kritische Theorie in der Gegenwart. Es ist nicht die einzige, aber es ist eine namhafte und die mir eben gerade besonders nahe liegt und die ich heute zum Thema gemacht habe. Es gibt eine Bezugnahme von Theorie auf Theorie. Also das heißt, eine Theorie kann von einer anderen lernen, sie fortsetzen, sie kritisieren und so weiter. Die feministische Theorie steht in derselben Doppelstellung zur Praxis. Und zwar würde ich das nun nicht so allgemein bei Praxis belassen, sondern zu einer politischen bzw. sozialen Bewegung,
Das heißt, es kennzeichnet beide Theorien, die kritische Theorie der Frankfurter Schule und die feministische Theorie, dass sie sich beide in einem Nahverhältnis, in einer Affinität, in einem Zusammenhang, nicht mit irgendeiner Praxis, sondern mit der Praxis einer Emanzipationsbewegung befunden haben oder partiell noch befinden. Also das heißt, wenn wir von kritischer Theorie und feministischer Theorie sprechen, geht es nicht um das Verhältnis von Theorie und Praxis im Allgemeinen, sondern es geht ganz speziell um das Verhältnis zu einer auf gesellschaftliche Veränderung, abzielenden und auf diese bezogenen Praxis. Das konkretisiert das Verhältnis erheblich. Übrigens wäre die genauere Erforschung der realen Diskussionszusammenhänge zwischen marxistischer Theorie, kritischer Theorie und auch feministischer Theorie und den jeweiligen empirischen sozialen Bewegungen ein Desiderat der Forschung. Ich denke, das ist gar nicht genügend beleuchtet und erforscht, wie sich dieses Verhältnis tatsächlich darstellt. Im Zuge der weiteren Entfernung, die meiner Ansicht nach, wie ich das schon eingangs gesagt habe, notwendig ist zwischen der Praxis der Bewegung und der Theorie, die sowohl für die kritische Theorie, auch für die marxistische Theorie, als auch für die feministische Theorie ein Thema und ein, wenn Sie so wollen, Problem oder ein Schicksal gewesen ist, gibt es umgekehrt eine Annäherung zwischen Theorie und Forschung. In beiden Fällen, sowohl bei der kritischen Theorie, gibt es einen Bereich der empirischen Sozialforschung und auch die feministische Theorie hat sich gerade in den letzten Jahren und Jahrzehnten im Zuge auch gewissermaßen ihrer Integration in den akademischen Betrieb, in den Wissenschafts-, in den Forschungsbetrieb deutlicher in Richtung auf eine Spezialisierung einer Einzelforschung der Frauen- oder Geschlechterforschung entwickelt. Diese Entwicklung sehe ich nicht im Sinne eines einfachen Plus oder Minus. Ich habe keine eindeutige, sondern eine sehr ambivalente Einstellung zu dieser Entwicklung. Einerseits muss man tatsächlich sagen, wenn die feministische Theorie gegenüber der kritischen Theorie eine Anknüpfung bedeutet hat, die auch einen, wenn ich das so vorsichtig formulieren darf, einen Fortschritt gebracht hat, nämlich eine Konkretisierung der Fragen gesellschaftlicher Ungleichheit durch die Ausweitung, durch die Einbeziehung der Kategorie Geschlecht. So ist das nicht oder nicht, zumindest nicht ausschließlich das Verdienst der feministischen Theorie, sondern tatsächlich der empirischen Frauen- und Geschlechterforschung. Das heißt, da, wo ich den Eindruck habe, ich kann mich darin täuschen und Sie können mit mir darüber diskutieren, aber da, wo ich den Eindruck habe, dass tatsächlich Feminismus im Allgemeinen, die Frauenbewegung, einen Fortschritt auch der Begrifflichkeit und der Idee von gesellschaftlicher Gerechtigkeit und gesellschaftlicher Veränderung erbracht hat, ist es nicht unbedingt die Theorie, sondern ein realer Forschungsfortschritt, der einfach auch die historischen Hintergründe der Geschlechterordnung, der modernen Gesellschaft, anderer Gesellschaften erbracht hat und dem sich die Weiterentwicklung der Theorie verdankt. Umgekehrt, auf der Minusseite, allein gelassen, sich selbst überlassen, ist empirische Sozialforschung, ganz gleich, ob nun in Bezug auf Klasse oder auf Geschlecht, der Tendenz der
Verdünnung und der Vereinzelung ins Detail des Bestehenden überlassen. Das heißt, die Veränderung des Bestehenden verschwindet gegenüber seiner Analyse, beziehungsweise die Analysen dienen weniger der Infragestellung als vielmehr der Verbesserung bestehender Verhältnisse. Nicht, dass ich die Verbesserung bestehender Verhältnisse gänzlich außer Acht lassen oder negativ beurteilen würde, aber sie ist nicht das eigentliche und das letzte Ziel sowohl kritischer oder feministischer Theorie als auch der entsprechenden sozialen und politischen Bewegungen. Das heißt, an dieser Stelle ist umgekehrt wiederum die Forschung, der Fortschritt der empirischen Wissenschaften abhängig von einem Blick auf dieses darüber hinausgehende der Theorie. Dieses problematische Verhältnis, dieses Wechselverhältnis und andererseits auch diese Tendenz zum Auseinanderlaufen zwischen Theorie und Forschung ist nun meiner Ansicht nach nicht in erster Linie ein ganz essentielles, was in zwei unterschiedlichen Wissens- und Erkenntnisarten begründet ist, sondern es hat auch sozusagen wissenssoziologische bzw. institutionelle Gründe. Und in den letzten Jahren oder Jahrzehnten hat einfach institutionell eine Anpassung der Wissensproduktion, wenn ich das mal so furchtbar instrumentell ausdrücken darf, und der Forschung auf Anwendungsbezogenheit stattgefunden. Das heißt, es hat in meinen Augen institutionelle Gründe, wenn wir diese Verdünnung der empirischen Forschung zu konstatieren haben. Damit hat in den letzten Jahren ein Prozess der gewissermaßen Industrialisierung der Wissenschaften, der Industrialisierung von Wissensproduktion eingesetzt, den wir bei der Bestimmung des Verhältnisses von Theorie und Forschung mit zu berücksichtigen haben. Gegenüber diesen Vereinnahmungen und nicht schlechthin, nicht aus essentiellen Gründen, bedarf kritische Theorie und Philosophie ganz gleich, ob in der Traditionslinie der Frankfurter Schule oder auch eine feministische kritische Theorie, einen Standort extra muros, also das heißt außerhalb der Institution und in Unabhängigkeit von ihrem Auftrags- und Antragsforschungswesen. Und genau das ist heute so schwierig zu haben, beziehungsweise genau das ist in der augenblicklichen Situation unter starkem Druck. Ich spreche nicht grundsätzlich für ein Außerhalb, sondern ich spreche in der heutigen Situation der Institution dafür. Und dieses Außerhalb ist einerseits eine Bewegung, die immer noch auf der Straße oder auf dem Marktplatz, auf der Agora stattfindet, andererseits aber auch ein Rückzugsort im Privaten, in der Studierstube, in der Zweckfreiheit, in der Anwendungslosigkeit von Theorien. In diesem Sinne komme ich noch einmal auf meinen Anfang zurück. Es gibt keine Praxis kritischer Theorie, sondern kritische Theorie ist kritische Theorie einer Gesellschaft und auf diesen Aspekt der Gesellschaftstheorie in der Zusammenführung von empirischer Forschung und theoretischer Reflexion würde es mir ankommen, und das steht leider gegen den Trend der Zeit. Vielen Dank. Ja, Frau Klinger, danke nochmal für das klare Plädoyer, Theorie und Praxis voneinander zu trennen. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Überlegung zum Verhältnis von kritischer Theorie und Forschung hier kontroverse Diskussionen
auslösen. Mit Ihren Schlussbemerkungen haben Sie ein bisschen die Brücke wieder zum ersten Beitrag geschlagen, wo wir auch schon von Sokrates gehört haben und von der Anpassungsfähigkeit der Hochschullehrer in Gremien. Ja, ich würde jetzt einfach mich nochmal auf dem Podium umschauen und die Podiumsteilnehmer bitten, aufeinander Bezug zu nehmen. Wenn ich darf, bitte. Noch zwei, bitte. Mit Diskutanten Bezug nehmen wollen. Also das Erste ist ganz kurz, da frage ich mich, ob das, also ich habe sehr große an Herrn Düttmann Sympathien mit dieser fast schon, ja, es sind Horrorvorstellungen, was da gerade in England passiert. Ich frage mich nur, ob es nicht unfair ist, also ob es nicht schlicht unfair ist, wenn man sagt, die Leute, die jetzt, weil sie getrieben sind, weil sie in eine ökonomische und lebenspraktische Notlage gelangen, dadurch, dass fast alle also 30% wegrationalisiert werden, dass man denen, die jetzt mitmachen, weil sie Angst haben, ihren Job zu verlieren, was man ja eigentlich nachvollziehen kann, dass man denen unterstellt, sie werden verblendet. Ich weiß nicht, ob Sie es so gemeint haben, aber das fände ich ein bisschen unfair, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass Sie es so gemeint haben, aber man könnte. Doch. Ja. Also ich verstehe auch, warum. Ich verstehe auch, warum man das sagen kann. Aber trotzdem würde ich sagen, ich bin nicht so ganz glücklich damit, also weil ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere das, wo, naja. Zweitens, also gegen Frau Klinger, da muss ich schon sagen, dass ich da eine sehr andere Optik habe, was die kritische Theorie angeht. Ich glaube da, klar, es wäre schön, wenn es so einfach wäre, aber ich glaube, es ist nicht so einfach und es ist auch gut, dass es nicht so einfach ist. Also wenn man sich mal überlegt, wer braucht eine Theorie in der Praxis? Also, und Praxis heißt ja eigentlich immer politische Praxis. Ne? Da kann man sagen, klar, es gibt bestimmte Kräfte, praktische Kräfte, die brauchen keine Theorie, weil deren Programm ist, wir müssen herrschen. Also im gesunden Machiavellismus, die Partei von Law and Order, Order ist sozusagen, wenn wir regieren, ist alles gut. Also das ist sozusagen das Programm der Konservativen schon immer gewesen. Dagegen gab es eine progressive Partei, also die Sozialdemokratie, die angefangen hat mit einer Theorie. Und diese Theorie ist natürlich die Marx'sche Theorie. Klar, das war jetzt, es ist jetzt, nannte sich wissenschaftlicher Sozialismus, ne? Und der Witz war, wie schaffen wir es eigentlich, die bürgerliche Gesellschaft zu revolutionieren? Nur dann, wenn wir den Hebel da ansetzen, wo es auch was bringt, ja? Das heißt, diese ganze Theorie, innerhalb des Sozialismus war von vornherein, also nicht selbst eine Praxis, aber sie war praxisbezogen. Ja? Und ich glaube, man versteht die kritische Theorie, die alte kritische Theorie, nur dann, wenn man aus der Geschichte dieses Projektes her denkt und sieht, dass die Leute sich ganz klar in diesem Erbe verortet haben, aber die Theorie deswegen weitergetrieben haben, weil sie wissen wollten, warum hat es nicht geklappt bisher. Also die Verarbeitung des Scheiterns dieses politischen Projektes ist natürlich der Gegenstand der Theorie, der kritischen Theorie. Nach wie vor ist das aber zumindest am Anfang darauf angelegt gewesen, irgendwie dieses Projekt weiter zu betreiben. Dann hat sich was Merkwürdiges ereignet. Das Proletariat ist ihnen nicht entgegengekommen. Wäre auch eine absurde Vorstellung, sich um Horkheimer zu sammeln mit dem Blaumann oder so. Ich meine, das wird immer so artikuliert, ja, das Proletariat, das hat sozusagen die Revolution nicht gemacht und deswegen müssen wir unsere Theorie ändern. Also es sind ihnen aber Leute entgegengekommen und das waren einerseits die Industriellen, die ihnen diese Stiftungsgelder gegeben haben, auf der anderen Seite aber die Stadt Frankfurt, die die Uni mitgegründet hat und der preußische Bildungsminister. Und das ist so weitergegangen, spätestens in der Bundesrepublik haben die dann gemerkt, vielleicht haben wir aufs falsche Pferd gesetzt und sie wurden staatstragende Kräfte, das muss man sagen. Ja. Gott sei Dank für einen Staat, wo das nicht so schlimm war, wo es eigentlich sogar gut war. Ich meine, es gibt ja dieses Buch, die intellektuelle Gründung der Bundesrepublik durch die kritische Theorie. Ja. Ich meine, das ist schon so. Das waren staatstragende Kräfte. Und diese ganzen Theorien sind, und das ist ja auch gut gewesen in der damaligen Zeit. Ich meine, deswegen haben die auch so einen Nimbus. Also gut, da kann man jetzt sagen, das ist dann noch konservativ geworden, aber sie haben darüber hinaus auch immer eine Rolle gespielt als öffentliche Intellektuelle. Ja? Also einerseits institutionell sozusagen in der Bundesrepublik, andererseits aber auch haben sie immer Debatten angeregt mit, die eine unheimliche Durchschlagskraft hatten, auch gesellschaftspolitisch. Und ich würde sagen, man kann sogar hingehen bis zu der Regierungszeit der Sozialdemokratie in 90er Jahren noch. Ich meine, es gibt da von Wolfgang Thierse und Nida Rümelin, nicht dass ich das jetzt über den grünen Klee loben will, aber die haben innerhalb ihrer Regierungszeit noch das geschafft, Leute wie Michael Walzer und Martha Nussbaum und so mit den Politikern zusammen an einen Tisch zu setzen und zu sagen, so, jetzt erklärt uns mal, was ist die Relevanz eurer Gerechtigkeitstheorie für sozialdemokratische Politik? Und das ist dokumentiert, kann man gut nachlesen. Insofern würde ich sagen, wenn man diese Dimension einfach ausblendet, ich bin da nicht so ganz glücklich mit, ehrlich gesagt. Jetzt habe ich wieder lange geredet. So, wir haben jetzt hier noch eine Meldung vom Podium, haben aber inzwischen auch schon Meldungen aus dem Publikum. Ich würde sagen, Herr Hoog noch und dann als nächster Herr Lenk. Ja, ich wollte
eigentlich ganz kurz nur auf das entgegnen, was du gerade gesagt hast und eigentlich genau auf den letzten Punkt mit dieser Erzählung davon, dass sozusagen Spitzenpolitiker der SPD sich kritische Philosophen einladen, um sich von ihnen erklären zu lassen, warum die Theorien, die sie betreiben, für sozialdemokratische Praxis relevant sein sollen. Ich meine, das ist doch eigentlich genau ein Beispiel dafür, dass im Grunde weder die Politiker, die da sitzen, irgendwas davon verstanden haben, was Theorie und Philosophie und Kritik ist, noch und ein Beispiel dafür auch noch, dass Leute wie Walzer und Nussbaum glauben, dass das, was sie theoretisch machen, sozusagen in irgendeiner Weise für die Praxis unmittelbar relevant sein muss. Also ich meine, das lese ich jetzt aus der Konstellation heraus. Ich kenne Walzer und Nussbaum zu schlecht, um das sozusagen in ihren Theorien festmachen zu können. Aber ich meine, gerade das ist doch eigentlich ein Beispiel dafür, wie man es nicht machen soll. Weil eigentlich muss es doch darum gehen, dass Leute die Theorie betreiben, und da wäre ich, glaube ich, sehr nahe bei Frau Klinger, an Phänomenen, die ihnen sozusagen aus der Realität entgegenkommen und diese in irgendeiner Weise stören, irritieren, ihre geistige Produktivität in Gang setzen. Und ob daraus was für eine Praxis folgt, das ist eben nicht absehbar. Und kurz noch zu dem Punkt Praxis kritischer Theorie. Ich bin da eigentlich sehr einverstanden damit zu sagen, dass kritische Theorie eben Theorie macht. Und deswegen würde ich auch sagen, dass kritische Praxis etwas anderes ist als die Praxis der kritischen Theorie. Also in dem Sinne, wenn man so will, ist kritische Praxis eben das, was ich mit dem Beispiel aus dem Iran irgendwie meinte. Das ist eben so, das wäre das, wo ich sagen würde, da setzen sich Leute eben dagegen zur Wehr, weiterhin so zugerichtet zu werden, wie sie zugerichtet werden. Und auf der anderen Seite hat die Theorie sozusagen im Moment natürlich keine andere Möglichkeit, als tatsächlich eben Theorie zu machen, so gut sie es eben kann. So. Gut, in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit sollten wir jetzt auch tatsächlich das Publikum mit einbeziehen. Herr Link, bitte. Als Dinosaurier habe ich mich bei dieser Thematik, wo es ja um die Botschaft der kritischen Theorie geht, gefragt, wem würde wohl Horkheimer am nächsten stehen von den Votanten? Ich möchte das mit einer Erinnerung beantworten. Es war in den 50er Jahren, als Horkheimer eine Vorlesung hielt über Spinoza. Er kam mit der Ethik unterm Arm, hatte so Zettel eingelegt und endete mit einer für mich verblüffenden Botschaft. Er beschwor das Profil Spinozas, verlassen von seiner Gemeinde, verarmt, musste Brillen schleifen und so weiter, alles das tun, was ihn eigentlich von dem abbrachte, was er gern tat, nämlich reflektieren. Und dann endete Adorno mit einem Satz: Was bleibt einem solchen zu tun übrig? Stille im Saal. Er muss den Arm studieren, der ihn schlägt. Und wenn man diesen Satz richtig interpretiert, den Arm studieren, der ihn schlägt, dann würde ich sagen, hat man in einem Satz die Botschaft von Horkheimer. Und Horkheimer würde wahrscheinlich auf Frau Klinger zugehen und würde ihr die Hand reichen und würde sagen, sie hat mich verstanden. Gut, Dankeschön. Vorne war noch eine Wortmeldung. Ja, bitte Sie. Dann. Ja, mein Dank an das Podium, dass ihr nochmal den Gegenstand gerettet habt oder die Hinkehr zum Gegenstand. Das fand ich sehr schön.
Ich habe eine Ergänzung, eine kleine, weil das gerade noch aufkam. Adorno selbst sagt an einer Stelle, dass die Reflexion selbst, wenn ich das richtig erinnere, der Emanzipation feindlich werden kann im Angesicht des Äußersten. Ich wehre mich auch ein bisschen dagegen, dass nichts anderes übrig bliebe als Theorie. Das ist ja sehr verharmlosend gegenüber den Zuständen. Das ist auch ein bisschen relativistisch. Wir haben jede Menge Möglichkeiten, auch den Jugendlichen im Iran beizustehen, beziehungsweise uns im Rahmen unserer demokratischen Möglichkeiten zu organisieren. Was auch die Praxis der kritischen Theorie übrigens war, sich zu organisieren als wissenschaftliches Institut. Und auch, wie Adorno das getan hat, an das Radio zu gehen und zu versuchen, die Probleme allgemeinverständlich, ein hässliches Wort, aber auch einem Publikum nahezubringen, das nicht durch die Zurichtung der universitären Betriebe gegangen ist und hier insbesondere die Sprachphilosophie. Womit ich zu meinem eigentlichen Thema komme, es war viel über Sprachtheorie die Rede. Ich hatte den Eindruck, dass es auch ein Thema ist, an dem man sehr viel harmlos kritische Theorie betreiben kann, weil Sprache etwas ist, was alle tun, auch alle falsch tun offenbar, und man dadurch alle ein bisschen und niemand wirklich kränkt. Das eigentlich kritische Moment der kritischen Theorie, neben Marx, ist Freud, und der fiel leider völlig unter den Tisch. Man versuchte ihn irgendwie abzutrennen als ein wissenschaftliches Moment im Subjektbegriff Adornos. Das fand ich schon fast sträflich, wie die Psychoanalyse hier vergessen wurde als das kritische Moment der kritischen Theorie. Möchte jemand auf dem Podium dazu Stellung nehmen oder nehmen wir die nächste Frage? Ich schaue mich noch einmal um. Frau Klinger, bitte. Ja, vielleicht ganz kurz zu einem Aspekt, den ich jetzt bei Ihnen herausgehört habe und den ich vielleicht unterschlagen habe oder einfach nicht mehr angebracht habe, auch aus Gründen der Zeit. Wenn ich eben so scharf darauf insistiert habe, die Theorie ist die Theorie und die Praxis ist von einer anderen Struktur und beruht nicht auf der Anwendung einer Theorie, dann hätte ich auch gerne dazu gesagt, und Sie haben mich daran erinnert, dass ich denke, dass die Theorie es wiederum nicht so schwierig machen sollte für diejenigen, die danach suchen, die Gesellschaft zu verstehen und zu erklären und damit auch zu verstehen, warum sie geschlagen werden. Das heißt, die Theorie sollte sich nicht unnötig verschwierigen. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt korrekt ausdrücke, wenn ich sage verschwierigen, sondern sie sollte sich nicht so sozusagen vollständig zweckfrei in sich drehen und sich nur auf sich beziehen und, wie ich das dann sehr respektlos zusammenfasse, auf den Satz, Papa Charlie hat gesagt und Hegel hat gesagt und Kant hat gesagt und der hat gesagt und die sagen das und die Theorie steht gegen jene und die Schule bezieht sich auf irgendwas. Das ist tatsächlich etwas, was ich an der Verschulung, nicht unbedingt an der Esoterik, aber an der Verschulung von Theorie an den Akademien und Hochschulen sehr verurteilt. Und das findet übrigens gerade ausgerechnet dort statt, wo man es vielleicht gar nicht so aufgrund der pragmatistischen Tradition vermuten sollte, wie in den USA. Also das heißt, die Verschwierigung der analytischen Philosophie, die nur mit ihren Problemen in sich selbst spielt, the cat is on the mat, und was macht man aus diesem Satz, das ist etwas, was ich für sozusagen schädlich halte, nicht für die Anwendung von Philosophie oder Theorie, sondern für dieses Geschäft selbst, wenn es ein kritisches sein soll. Verschulung des Denkens, da treffen Sie sich auch wieder ein bisschen mit den... Disziplinierung sollte ich vielleicht besser sagen. Treffen Sie sich ein bisschen mit den Ausführungen von Christoph Henning. Philipp Hoog wollte noch zu der Nachfrage, die Psychoanalyse betreffend, etwas sagen. Ja, genau, ich... stimme da eigentlich vollkommen mit überein, dass es sehr schade ist, dass die Psychoanalyse ein bisschen unter den Tisch fiel. Ich wollte aber gerade, weil ja auch gesagt wurde, dass
Sprachphilosophie sowas Harmloses sei oder dass das etwas sei, mit dem man kritische Theorie verharmlosen könnte oder ihr den Stachel ziehen. Ich würde da eben gerade dafür plädieren, Sprachphilosophie oder Sprachtheorie eben gerade mit Psychoanalyse zusammen zu verbinden und dann verliert sie ganz schnell den Status eines Harmlosen, von dem ich gar nicht weiß, ob sie ihn wirklich hat, aber ja, das nur dazu. Kurz. Bitte. Wenn wir schon bei Freud sind, also ich glaube, das hat auch einen Grund, warum das bei uns vielleicht nicht so sehr vorkommt. Also ich sage jetzt mal uns so verallgemeinernd. Also der Punkt ist, also ich hatte gesagt, bei mir, es geht um Aneignung der inneren Natur. So. Und das ist für mich schon im gewissen Sinne das Freudsche Programm, so ganz allgemein gesagt. Aber der Punkt ist, dass die Diagnose ja jetzt Boltanski und diese Leute oder auch Ehrenberge, Herr Menke hat gerade ein Buch rausgegeben, wo die Texte nochmal kommen. Also da gibt es ja eine ganz bestimmte These. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum man sich jetzt nicht mehr affirmativ auf Freud bezieht. Einfach weil man sagt, diese ganze Freud-Geschichte ist selber pathologisch geworden. Also dieses Narrativ der Selbstverwirklichung bei Eva Illouz und so, da ist ja die These wirklich die, dass man sagt, naja, wir haben uns so dermaßen selbstverwirklicht, dass das jetzt in einer Art Stress ausgeartet sind. Und deswegen wir eine andere, also das, was bei Freud noch die Hysterie als psychische Krankheit der Epoche war, ist bei uns die Depression und das liegt aber eben daran, dass Freud so erfolgreich war. Ja? Also man kann, also dass wir alle versucht haben, unsere inneren Schweinehunde erstmal kennenzulernen, dann zu überwinden und so weiter und uns immer weiter zu entwickeln in dieser und jener Hinsicht und das ist eben in Stress ausgeartet und der flexible Mensch ist sozusagen das Ergebnis. Das ist so ein bisschen die neuere Lesart davon und natürlich, wenn man jetzt mit Freud käme, ja, das wäre einfach anachronistisch. Ja. Das heißt, wenn man sagt, Freud, was spielt Freud für eine Rolle? Klar, also für die erste Generation oder zweite oder wie auch immer, also bis zum bestimmten Zeitpunkt ist er total wichtig, aber irgendwann einfach dann auch nicht mehr. Und ich glaube, das ist der Grund. Ja, also in der kritischen Theorie, ich sage nicht, dass Freud nicht wichtig ist, aber einfach für die kritische Theorie hat er einfach die Relevanz verloren, würde ich denken. Okay. Wir hätten jetzt noch eine Wortmeldung, dritte, vierte Reihe links von mir aus gesehen. Bitte. Ja, ich möchte nochmal einen Aspekt betonen, der jetzt schon zweimal auch kam auf dem Podium und wo ich mich sehr freue, dass der jetzt am Ende der Tagung nochmal erwähnt wurde, und zwar dieser Punkt, dass sich kritische Theorie immer beziehen muss auf außertheoretische Wirklichkeit. Und ich habe das Gefühl, dass das nicht immer irgendwie der Fall ist bei den Sachen, die heutzutage unter diesem Label laufen, sondern dass da ziemlich viel auch selbstreferenziell Gesellschaft eigentlich kaum mehr vorkommt, sondern man sich mit Texten auseinandersetzt, die in der Akademie produziert werden und die dann immer wieder neu arrangiert werden und irgendwie gegeneinander gesetzt werden und dann kommen so ganz viele Fragestellungen wie, also wie lässt sich das mit dem verbinden, wie kann ich da noch eine Anknüpfungsmöglichkeit zu dem finden und so weiter. Und das ist, glaube ich, das entspricht nicht der Intention kritischer Theorie, sondern kritische Theorie will gesellschaftlich-historische Sachen erklären. Und das habe ich das Gefühl, dass das manchmal ein bisschen zu kurz kommt. Und das, mir kommt das manchmal sehr akademieintern selbstreferenziell vor. Und ich sehe, auch, obwohl ich es selbst jetzt auch nicht besser weiß, wenig Ansätze für wirklich eine überzeugende kritische Theorie der Gegenwart. Das kam auch irgendwie auf der Tagung ziemlich selten vor, muss ich mal ehrlich sagen. Und auch wenn man sich das nochmal so rückwirkend vor Augen führt, wie Adorno gearbeitet hat, der hat sich nämlich sehr intensiv mit seiner Zeit auseinandergesetzt, mit dem Nationalsozialismus, mit Kulturindustrie, alles neue Phänomene, mit Autoritarismus, mit Antisemitismus und so weiter. Und hat sozusagen auch nicht einfach immer nur so einen Rückbezug auf irgendwie 70 Jahre alte Texte gemacht, sondern hat sich mit seiner Zeit auseinandergesetzt. Und das habe ich schon stark vermisst auf dieser Tagung und freue mich, dass das jetzt nochmal erwähnt wurde. Ja, Philosophie ist Ihre Zeit in Gedanken gefasst. Das ist eine berühmte Formulierung von Hegel. Man kann sich natürlich darüber streiten, inwieweit der Rechnung getragen wurde innerhalb der kritischen Theorie. Ich meine, Sie haben gerade Adorno genannt. Gerade Adorno ist auch ein Autor, der immer wieder sehr ausgedehnte philosophiegeschichtliche Lektüren unternommen hat. Natürlich hat er sich auch auf seine Zeit bezogen, aber ich würde sagen, trotz der Kritik, die er jetzt hier auch vom Podium aus an einem Akademismus innerhalb der kritischen Theorie geübt wird, so ganz pauschal kann man das Urteil nicht unterschreiben.
dass die neueren Theoriebildungen ausschließlich selbstreferenziell seien. Herr Bandelin ist der Nächste. Also ich teile vielleicht Ihre Bedenken gegen bestimmte Varianten kritischer Theorie, die eben nur noch, ja, also dann Bedingungen für die Kommunikation über bestimmte Normen angeben können und in diese Normfindungsprozesse, gesellschaftlichen Debatten selber gar nicht mehr eingreifen wollen, ne, und wo dann die Inhalte verloren gehen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, also und deswegen bin ich da selber unentschieden bezüglich der Frage, aber ich bin mir nicht sicher, ob ein Begriff des Guten dafür schon die Lösung wäre, weil ich glaube unter anderem, dass Honneth genau dorthin will. Also ich glaube, dass die späteren anerkennungstheoretischen Schriften so angelegt sind, dass die Anerkennungsordnung selber nicht mehr nur die Bedingungen individueller Selbstverwirklichung angeben sollen, sondern eben schon die Ziele selbst. Ne? Also sozusagen, der will genau zu einem Begriff des Guten wieder hin. Und das ist, glaube ich, genau der Moment, wo diese Theorie so ins Affirmative kippt, wie Sie das in dem Zitat vorgeführt haben. Also man müsste dann klären, was man mit dem Guten genau meint. So. Also kann man jetzt ewig drüber reden. Also ich würde sagen, kritische Theorie hin oder her, also wenn die kritische Theorie dazu führt, dass man nicht mehr über Theorien des Guten reden soll, dann würde ich sagen, dann muss man ja nicht immer nur kritische Theorie machen. Dann kann man sich jetzt auch mal einfach Theorien des Guten ausformulieren, ohne sich darum zu bekümmern, was würde jetzt einer sagen, der und so weiter. Man kann es einfach mal probieren. Ja? Wenn es eine schlechte Theorie ist, dann sieht man es halt, oder dann sagt man halt, es war eine schlechte Theorie. Ja? Und ich meine, es gibt ja nicht nur Honneth, es gibt ja auch Leute wie Raimund Geuss oder so. Ich meine, die zum Beispiel über das Glück reden und das Gleichheitsthema kommt zurück an aller Orten. Ökologische Wende. Ich würde auch sagen, der Naturbegriff bei Adorno ist so reich, also auch zur ersten Natur, nicht nur die zweite, dass man da durchaus anknüpfen könnte, wenn man denn sich mal durchringen würde, zu sagen, so jetzt überlegen wir uns mal, was wollen wir denn eigentlich, was ist denn eigentlich unsere Auffassung von diesem Ding? Und mit dieser Frage Honneth und Theorie des Guten, klar, er spricht von der schwachen Theorie des Guten. Ich finde, das ist aber wirklich eine offene Frage, gerade diese Selbstverwirklichung. Also ich meine, das kam jetzt aus diesem Text Leiden an Unbestimmtheit, ist schon 10 Jahre alt. Aber da gibt es eben zwei Lesarten. Ja? Also es wird von Selbstverwirklichung geredet und es wird davon geredet, dass Hegels Theorie des Rechts, Grundlinien, irgendwie über Selbstverwirklichung geht. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Ne? Entweder meine Lesart war ja, dass er sagt, sind die Bedingungen dafür. Ja? Nur dann, wenn ich Rechte als Staatsbürger, als Marktteilnehmer und als Familienmitglied habe, kann ich mich überhaupt zu jemandem entwickeln, der sich selbst verwirklichen kann. Ja? Weil sonst bin ich so pathologisch defekt, dass es gar nicht geht. Ja? Oder, so wie Sie es gerade gesagt haben, ich bin dann selbstverwirklicht, wenn ich alle diese Rollen ausführe. Ja? Das wäre nicht nur Hegel, das wäre ein ziemlich rechtshegelianischer Hegel oder zumindest wäre es ein konservativer Hegel, ja? In dem man sagt, na, was ist überhaupt Selbstverwirklichung? Es ist eigentlich nur der vernünftige Bezug zum Allgemeinen und das war's. Und das wäre natürlich, also müsste jetzt sozusagen Kierkegaard wieder irgendwo auftauchen. Vielleicht gibt es ihn schon, also Stirner erstaunlicherweise hat ja auch eine Renaissance, vielleicht hat das ja auch seinen Grund. Ja. Also da würde ich schon sagen, dann müsste man tatsächlich nochmal neu drüber nachdenken. Insofern ist man gespannt auf das Buch über das Subjekt. Was heißt angesichts dessen eigentlich dann noch Individualismus, ja? Also wenn das reicht. Thorsten Bonnacker hat sich gemeldet. Ja, vielen Dank. Hört man das? Ja. Ja, vielen Dank für die schönen Vorträge und die auch kontroverse Diskussion. Das ist ja am Ende einer Tagung auch ganz wichtig, dass man sich nochmal streitet und noch ein bisschen Leben entsteht. Ich möchte auf den Vortrag von Alex Düttmann kurz eingehen, der mir sehr gefallen hat, also oder sagen wir mal, bei dem ich sehr geschwankt habe zwischen einer emphatischen Zustimmung und einer emphatischen Ablehnung. Und ich meine, das ist wahrscheinlich das, was du wolltest. Das hast du geschafft, zumindest bei mir. Mir leuchtet diese Antwort sehr ein, dass die, wenn man so will, die Praxis der kritischen Theorie oder ein Stil, der mehr ist als ein Stil der kritischen Theorie, in der Übertreibung liegt. Und dann hast du viel Adorno zitiert und das macht auch viel Sinn. Und dann da macht die Übertreibung auch viel Sinn, das hat mir sehr eingeleuchtet. Dann hast du Jacques Vergès zitiert und da habe ich mich gefragt, warum zitiert er Jacques Vergès
also wenn es der gleiche Jacques Vergès ist, den ich im Kopf habe, war ich geschockt. Warum Jacques Vergès? Der Verteidiger von Barbie, von Milosevic und Khieu Samphan, also einer der größten Menschenrechtsverletzer, die mir gerade so spontan einfallen. Und dann dachte ich, vielleicht gibt es eine, also das war vielleicht selber eine Übertreibung oder eine Provokation, zumindest war es bei mir eine Provokation. Und dann dachte ich, vielleicht gibt es unterschiedliche Formen der Übertreibung. Die gute Übertreibung, die witzigerweise vielleicht gerade die sterile Übertreibung ist. Also das, was du für Adorno ja in Anspruch nimmst. Also die Übertreibung, die eigentlich irgendwann gar keine Übertreibung mehr ist, weil er sie immer wieder vorträgt, der universale Verblendungszusammenhang, und die eher selbstgefällige, narzisstische Übertreibung, die ich bei Vergès finde, der sich inszeniert, der sich darin gefällt, Menschenrechtsverletzer zu verteidigen. Und das würde mich, also da würde mich deine Position interessieren, ob du glaubst, dass es sozusagen eine gute und eine irgendwie nicht gute Übertreibung gibt, eine ziellose oder eine gezielte Übertreibung, die, wenn sie eine gezielte Übertreibung ist, was man vielleicht bei Adorno sagen kann, aber gar nicht mehr so übertrieben ist, weil sie ja irgendeinen Zweck verfolgt. Ja, vielen Dank. Also zunächst, warum, ja, also ich freue mich sehr, dass du das alles so wahrgenommen hast, wie du es jetzt darstellst. Aber warum Jacques Vergès zum Schluss also zunächst einmal, weil auch wenn man all das sich vergegenwärtigt und vor Augen führt, was du jetzt nochmal über diese Figur gesagt hast, und er inszeniert sich ja wirklich, er steht in Paris auf der Bühne, buchstäblich in den letzten Jahren. Ich finde trotzdem, dass die Unterscheidung zwischen einem Procès de rupture und einem Procès de connivence, also einem Prozess des Einvernehmens und einem Prozess des Bruchs, die ja in diesem frühen Text de la stratégie judiciaire, also von der juristischen oder juridischen Strategie, die er da einführt und entwickelt, dass das eine interessante und begrifflich wichtige Unterscheidung ist. Ja, und deswegen habe ich mich auf Vergès bezogen, wegen dieser Unterscheidung. Und weil mir diese Unterscheidung geholfen hat, dann diese Armut, von der ich gesprochen habe bei Adorno als Gesellschaftstheoretiker, die noch einmal in ein anderes Licht zu rücken. Nicht? Also die endlose, unendliche, immer wieder wiederholte Rede vom totalen Verblendungszusammenhang, oder es gibt ähnliche Formulierungen, könnte ja auch im Grunde etwas damit zu tun haben, dass er sozusagen den Bruch sucht, eher als irgendeine Form des Einvernehmens letztlich. Nicht? Deswegen Vergès, und weil ich ihn deswegen und weil ich ihn da hilfreich finde, an diesem Punkt. Ich finde es auch interessant, dass er dann, wo er in seinem Buch Beispiele gibt, als ersten Beispiel für ein Procès de rupture eben den sokratischen. Also er spricht auch von Christus. Ja, Jesus ist ein anderes Beispiel für ein Procès de rupture. Aber der erste ist ein Prozess, den ein Philosoph führt oder der gegen einen Philosoph geführt wird und wo sich ein Philosoph rechtfertigt, nämlich Sokrates mit der Apologie. Aber die eigentliche interessante, also deine eigentliche Frage ist ja, gibt es gute und gibt es schlechte Übertreibungen? Ich würde sofort sagen, ja, es gibt gute und es gibt schlechte Übertreibungen. Die schlechten Übertreibungen sind die, die eigentlich bei denen sich die Türen schließen und nicht öffnen. Ja? Weiß man das aber schon im Vorhinein, im Voraus? Vielleicht nicht. Vielleicht muss man es versuchen und dann sehen, was geschieht. Also vielleicht kann man nicht im Voraus sagen, das ist immer eine gute Übertreibung, also gute Übertreibungen sehen so aus, schlechte sehen so aus, sondern man muss es versuchen und dann öffnen sich die Türen, sie schließen sich. Noch eine Sache, was mir
das eine Zitat von Adorno, das ich ganz am Anfang gebracht habe, aus der Vorlesung über diese Einleitung in die Soziologie, darüber, wo Gesellschaft, wie Adorno sagt, unmittelbar fühlbar wird. Ja? Also dort, wo jemand einen Job sucht und er immer wieder diesem Phänomen begegnet, dass sich die Türen verschließen automatisch, oder wo jemand sich Geld borgen will, aber keine Garantien beibringen kann und da auch immer wieder automatisch auf ein Nein stößt. Ich glaube, es gibt kein besseres, ich kann mir kein besseres Beispiel für Gesellschaftskritik und Gesellschaftstheorie vorstellen als genau das. Das sagt eigentlich alles. Es ist eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen. So ist es. So, eine Wortmeldung habe ich noch, Frau König, und in Anbetracht der fortgeschrittenen Stunde würde ich vorschlagen, dass wir dann auch langsam zu einem Ende kommen sollen. Ich habe auch keine weiteren dringlichen Wortmeldungen mehr gesehen. Bitte, Frau König. Ja, ich habe gedacht, ich sage jetzt doch noch mal was zu dieser Frage der Psychoanalyse, die jetzt so ein paar Mal aufgekommen ist. Und da wollte ich jetzt noch mal Bezug darauf nehmen, was Christoph Henning vorhin gesagt hatte, über die Verharmlosung der Psychoanalyse jetzt im Diskurs kritischer Theorie, vor allem bei Illouz. Und da würde ich dir natürlich total zustimmen. Die Psychoanalyse hat im Verlauf des letzten Jahrhunderts irgendwie mehrere Stufen der Verharmlosung erfahren. Da hat zum Beispiel Eli Zaretsky eine ganz tolle Studie über die Bewegungsgeschichte der Psychoanalyse, Secrets of a Soul, geschrieben vor ein paar Jahren, in der er das sozusagen nachvollzogen hat, wie vor allem in den 40er, 50er Jahren in den USA erstmal die Psychoanalyse durch die gesellschaftliche Anerkennung eben diesen Stachel verloren hat. Das finde ich ist aber irgendwie egal, wenn man sich jetzt überlegt, ob man sich als kritische Theoretikerin beziehen will auf oder beziehen sollte auf Psychoanalyse oder nicht, und sich stattdessen lieber mal überlegen, welche Fragen innerhalb von kritischer Theorie im Rückgriff und im Rekurs auf die Psychoanalyse und Freud diskutiert wurden, bearbeitet wurden. Das sind ja Fragen der Vermittlung von Natur und Gesellschaft im Individuum, im Subjekt, auch der Dynamik dieser Vermittlung unter auch an der Diskussion des Begriffs des Triebs, kann man den sozialwissenschaftlich reformulieren oder was passiert dann mit der konstitutionellen Unangepasstheit, und dann natürlich vor allem Reflexionen auf die reflexionsentzogenen Momente menschlicher Praxis. Und deswegen wollte ich nun auch nochmal sagen, warum sollte man sich nicht auf Freud beziehen? Sollte man natürlich schon, und auf Psychoanalyse, aber aus den richtigen Gründen, nicht weil es eben ein Großtheoretiker ist oder so, der einem dann die Gegenstände diktiert, obwohl, glaube ich, Freud mittlerweile, ja, ist auch egal, aber der richtige Grund wäre eben ein inhaltlicher und sozusagen der von dem Leiden der Subjekte ausgeht und von da aus jetzt habe ich mich leider zum Schluss verheddert, aber ich glaube, es ist irgendwie hoffentlich rübergekommen. Gut, noch eine, weil er direkt angesprochen war, eine letzte Bemerkung. Was du sagst? Also, weil ich mich gerade selber damit beschäftigt habe, wieder im Zusammenhang des Glücksbegriffs in der kritischen Theorie, also wer eigentlich was wozu da sagt, die meisten oder die interessantesten Äußerungen von Marcuse, Fromm, Adorno, Horkheimer fallen immer in Bezug auf die Psychoanalyse. Und ich muss sagen, also ich bekunde jetzt meine Leseeindrücke, vorhin haben wir ja schon gehört irgendwann, dass Adorno ganz zum Schluss in den 60er Jahren noch gesagt hat, er wäre ein orthodoxer Freudianer. Und ich muss sagen, im Nachhinein finde ich das nicht so toll, ganz ehrlich gesagt, sondern ich gehöre zu denen, unter anderem Honneth sagt das auch in einem Buch, dass ich eigentlich Fromm Recht gebe im Nachhinein. Also wenn man sich überlegt, warum war die Psychoanalyse für die kritische Theorie eigentlich so wichtig? Der Grund ist am Anfang zumindest ein geschichtsphilosophischer, ne? Die haben gesagt, die sind geschichtsphilosophisch davon ausgegangen, so, bürgerliche Gesellschaft ist am Ende, Spätkapitalismus ist da, jetzt kommt die Revolution. Ne? Wir sind vorne mit dabei, wir sind ja sozusagen, gehören zur Avantgarde und so weiter. Und dann bleibt die Revolution aus. Ja? Wie können wir das jetzt erklären? Es hätte eigentlich passieren müssen, aber es ist nicht passiert. Es muss daran liegen, dass der Verblendungszusammenhang so universal war, dass er bis in die Psyche der Leute eingedrungen ist und dass sozusagen über die Familie wird das dann auch vererbt. Also dass man gar nicht erst zum autonomen Subjekt werden kann, aufgrund irgendwelcher, also der marxistische, sozusagen diese Unterdrückung verlängert sich in die Seele und wird nochmal weiter vererbt. Ja, und deswegen kann das nichts werden. Und das ist sozusagen, wie soll man sagen, funktional füllt das halt die Lücke.
der Revolutionstheorie. Ne? Und wenn dann so jemand kommt wie Fromm, also Fromm selber war ja Analytiker, ne? Die anderen waren ja nur, sag ich jetzt mal, Freud-Leser. Und Fromm hat gesagt, also nee, mir reicht's jetzt, ich will eigentlich dafür sorgen, selbst wenn die Revolution nicht kommt, ja, dass es den Leuten auch jetzt schon einigermaßen besser geht. Ja? Also der Glücksanspruch, den die Individuen haben, dem bin ich als Analytiker verpflichtet. Ja? Und egal, was die Rahmentheorie, das große Narrativ sagt, ich will denen jetzt helfen. Und das war der Grund, warum, also so, vielleicht irre ich da, vielleicht gab es noch andere Kontexte, aber einer der Hauptgründe, warum Fromm dann sozusagen abgespalten wurde, weil das eine revisionistische Theorie war, ja. Aber wenn man sich überlegt, worin der Revisionismus bestand, dann ist das eigentlich ein sehr sympathischer Revisionismus, muss ich sagen, ja. Und das heißt, also diese ganzen Sachen stehen im Hintergrund, ja. Da muss man, glaube ich, auch eine lange Geschichte zu erzählen, wenn man sich jetzt zu Freud in der kritischen Theorie äußert. Also das gehört auch alles mit dazu. Das sind teilweise unangenehme Verwicklung, auch die Frage, wie Fromm und also was da persönlich zwischen den Leuten abgegangen ist und so. Also das ist nicht alles nur schön. Gut. Okay. Glück bevor die Diskussion vergisst, dass nichts mehr zu ändern ist. Ja. Bevor die Diskussion jetzt wieder Fahrt aufnimmt, ich sehe viele erschöpfte Gesichter und denke, die Zeit rechtfertigt es auch, langsam zu einem Ende zu kommen. Wenn ich den Blick zurückwerfe, nicht nur auf das Podium, sondern auf die gesamten Diskussionen hier während der Tagung, muss ich sagen, die Aktualität der kritischen Theorie scheint ungebrochen, auch wenn es natürlich vielfältige Differenzen gibt, unterschiedliche Anschlüsse gibt, unterschiedliche Formen. Aber alles in allem hat, denke ich, doch unser Zusammenkommen hier deutlich gemacht, dass die kritische Theorie nach wie vor eine sehr lebendige Theorieform ist. Die Tagung ist noch nicht zu Ende. Die Veranstalter haben mich darauf gebeten, darauf hinzuweisen, dass es morgen noch einmal ab 9 Uhr für diejenigen, die wollen, ein gemeinsames Frühstück gibt. Es gibt dann ab 11.30 Uhr verschiedene Workshops und morgen Abend gibt es eine mit dieser Veranstaltung zusammenhängende Veranstaltung in der Bari-Bar, einem Ort, den ich nicht kenne. Da gibt es eine Jet-Set-Comedy, negativ denken, positiv fühlen. Klingt sehr interessant. Mir bleibt jetzt nichts weiter, als Ihnen einen guten Nachhauseweg zu wünschen. Bei den Teilnehmern des Podiums möchte ich mich nochmal besonders für die Beiträge bedanken, bei Ihnen allen für die Fragen und für die Diskussionsbeiträge. Ja, Herr Römer weist mich gerade darauf hin, dass in der heutigen Nacht die Uhr umgestellt wird. Für alle, die heute Nacht um 3 oder 2 die Uhr nicht umstellen, beginnt das Frühstück also um 8. Ne?